Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Monatsrückblick für AEW hier auf WrestleMania. Und nach einigen Monaten der Abwesenheit ist er zurück. Felix ist wieder da und bereit, mit mir über einen, ja, ich sag mal, interessanten Monat bei AEW zu sprechen. Denn wir waren uns, glaube ich, beide im Voraus nicht so sicher, wie wir diesen Monat finden werden mit der AEW New Japan Kooperation. Ja, also als es angekündigt wurde, war glaube ich die ganze Wrestling-Community sehr gehypt drauf. Aber der Weg zum Pay-Per-View war dann doch sehr anders, als man ihn sich vorgestellt hat. Aufgrund diverser Gründe. Und ja, wir werden die Chance auch nutzen, jetzt dann noch über den Pay-Per-View an sich zu reden, aber natürlich auch über das, was den Monat davor im Aufbau zum Pay-Per-View passiert ist. Und dann wollen wir gleich mit dem wahrscheinlich größten Punkt einsteigen. Ach so, erstmal vorher noch mit Tops, Flops, Olalas, Ja, man kann Hypes. vielleicht dazu sagen, weil der Aufbau für Forbidden Door, wie wir Forbidden Door als Ganzes so gefunden haben und so, das machen wir ganz am Ende, haben wir entschieden, damit wir die Storylines bis zum Pay-Per-View besprechen können und dann über die Matches sprechen, dann am Ende Forbidden Door als Ganzes und wie wir das Konzept dann überhaupt finden, von Forbidden Door reden zu können. Ich habe tatsächlich vorher überlegt, ob ich das Tops, Flops und Solala-Ding diesen Monat rauslasse, weil halt einfach alles schiefgegangen ist auf dem Weg zu diesem Pay-Per-View. Dann dachte ich so, aber nee, trotzdem muss ja AEW was draus machen. Und ich habe den Eindruck, zumindest denke ich das vorher, dass ich trotzdem den Monat besser bewerten werde, als das im Vorgängermonat so war, wo ich ja wirklich nur eine Sache gut fand und ansonsten alles nur so lala bis schlecht. Von daher, ja, machen wir das trotzdem und bewerten alles mit Tops, Flops und so lalas. Und ihr dürft uns natürlich auch gern sagen, wie ihr die einzelnen Storylines und so fandet. Und ja, wie du gerade schon angefangen hast, ich glaube, einer der größten Talking Points diesen Monat war etwas, das nur eine Woche stattgefunden hat im Juni. Und dann war der besagte Mann auch schon wieder weg. Und damit geht es jetzt um MJF. Ja, ich weiß gar nicht genau, wann es angefangen hat. Ich glaube, 2 Tage vor Double or Nothing. Oder generell gab es ja schon öfter mal hier und da Nachrichten, dass MJF wohl unzufrieden ist, was seine Bezahlung angeht, dass es Probleme geben soll oder gegeben haben soll mit Tony Khan wegen eines Interviews, was MJF durchgeführt hat, was vorher nicht genehmigt wurde. Dass die beiden wohl backstage ein bisschen aneinander gerasselt sind, beide so ein bisschen nicht gerade grün sind. Und ja, das Ganze eskalierte dann scheinbar um das Wochenende von Double or Nothing herum, denn es gab plötzlich die Gerüchte, oder es hat damit angefangen, dass MJF bei einem Fantreffen nicht aufgetaucht ist, Wo und dann Leute teilweise gekündigt. über $100 bezahlt haben, um ihn zu treffen. Ja. Dann kam ein paar Stunden später die Nachricht, dass wohl ein Flugticket auf MJFs Namen gebucht wurde, was von Las Vegas war es, glaube ich, LA, Kalifornien, wohl weggehen sollte. Also es ging das Gerücht um, dass MJF auch den Pay-Per-View Double or Nothing no-showen würde. Es gab dann wohl am Tag, also am Sonntag, ein Treffen zwischen Tony Khan und MJF. MJF ist aufgetreten bei Double or Nothing, war im Opener dort, gab massive Buhrufe von den Fans auf ihn, hat das Match vermutlich auch sehr beeinflusst in dem Aufbau. Und ja, das Match war anders als erwartet. Also nicht, dass man nicht sehen konnte, dass Wardlow das Match sehr wahrscheinlich gewinnen wird, aber es war quasi ein Squash-Match von Wardlow gegenüber MJF. Und ich glaube, sie haben halt in dem Moment auch damit gerechnet, dass sie ihn rausschreiben damit, weil sie ja wirklich den Engel gemacht haben, dass Wardlow seine 10 Powerbombs durchzieht und dann MJF aus der Halle transportiert wurde auf einer Trage mit, und ich werde es immer wieder sagen, der Sauerstoffmaske über den Augen und der Nase, da wo sie hingehört. Ja. Und ja, dann wurde relativ überraschend einen Tag später angekündigt, ach übrigens, am Mittwoch wird MJF sich äußern bei Dynamite. Und ich so, was? Ja,
Und ja, er kam da halt auch raus, erneut zu Mega Heat, so. Und man hat aber trotzdem gemerkt, dass die Leute interessiert waren, was er zu sagen hat. Also es war nicht dieses Geh weg, hau ab hier, sondern es war schon, ey du Arschloch, du hast uns fast sitzen lassen, so, und jetzt erklär dich mal. Ja, und sie endete damit, dass MJF unter lautem Jubel der Fans seine letzten Worte sprach und dann ja, schnell das Live-Bild abgeschaltet wurde und das Mikrofon abgeschaltet wurde, was natürlich dann in Storyline war, aber ja, er hat die Crowd auf seine Seite gezogen, weil, du böser Corporate Guy, halt immer funktioniert, selbst wenn es unser Tony ist. Ja, und ich meine, MJF hatte ja durchaus berechtigte Punkte oder Punkte, über die man debattieren kann, sagen wir es so. Ja. Also sein größter Kritikpunkt, den er ja auch angesprochen hat in dieser Pipe-Bomb-Promo von MJF quasi, war ja, dass es um die Bezahlung ging. Also dass MJF immer und immer wieder gezeigt hat, seiner Meinung nach, dass er ein Draw ist, sowohl was Ratings als auch was Geld angeht, als auch was Heat und Reaktion angeht. Und dass er trotzdem weniger bezahlt bekommt als die Leute, die von der WWE rüberkommen. Er hat, glaube ich, keine Namen genannt bei der Promo. Nee. Aber es gibt ja genug Leute, die rübergekommen sind. Genau. Hat gegen Tony Khan gewettert, dass er eben ja, den ehemaligen WWE-Leuten das Geld in den Arsch bläst, während er eben die AEW-Talente sozusagen vernachlässigt. Hat die Frage in den Raum gestellt, von wegen, vielleicht würde er auch mehr bezahlt bekommen, wenn er eben auch von der WWE kommen würde. Genau, und steigerte sich in der Promo immer mehr. Und ähnlich wie bei CM Punk, wo er damals die Promo unterbrochen wurde, als es darum ging, was nach Vince McMahons Tod passiert und da quasi die Grenze überschritten wurde, war es hier, dass MJF ja, sich über die Ringseile gebeugt hat und direkt in eine Kamera reingeschrien hat, ja mehr oder Ja. weniger, dass er halt gesagt hat, er will gefeuert werden und die letzten Worte dieser Promo waren, Do it, you fucking coward, fire me, you fucking Mark. Und dann wurde die Kamera abgeschalten, es ging sofort in die Werbung. Und ich sehe gerade, dass ich geschrieben habe, Mirko wurde abgeschaltet. Ja, Mirko, ja, Mirko Stunt war seitdem nicht mehr zu sehen. Ja. Und das, was danach kam, hat AEW sehr, sehr klug gemacht, meiner Meinung nach. Denn sie sind direkt in die Werbung gegangen. Die Kommentatoren haben danach nicht darüber geredet. Sie sind nicht darauf eingegangen. Bei den AEW-YouTube-Kanal wurde kein Video davon hochgeladen. Bei den offiziellen Pressefotos war nichts von diesem Segment zu sehen. Ja. Und auch jetzt nach dem letzten Pay-Per-View Forbidden Door wurde ja Tony Khan bei der Pressekonferenz auch auf MJF angesprochen und hatte auch gesagt, kein Kommentar dazu. Ja. Was, glaube ich, ein sehr smarter Weg ist, einfach wahrscheinlich Zeit für alle zu genehmigen und irgendwie auszuarbeiten, was dann zukommt, kommt oder eben auch nicht. Ja. Aber das war eine Promo, die wie immer eigentlich von MJF unfassbar gut war. Ich bin mir nicht sicher, ob die Reaktionen beabsichtigt waren, denn das ist ein sehr schmaler Grat, den man da läuft, wenn man seinen Top-Heel auf einmal zu so einem Anti-Authority Stone Cold CM Punk Guy macht. Ich glaube, da könnte man Geister wecken, die man am liebsten nicht haben möchte, und die auch für eine sehr seltsame Dynamik sorgen könnten. Aber ja, wahrscheinlich bringt es jetzt allen erstmal Zeit, und mal gucken, was kommt. Und mehr kann man, glaube ich, auch noch nicht sagen. Also es ist nicht klar, was wie wo passiert ist. Es gibt irgendwie, jeder hat irgendwie eine Meinung dazu, aber es steht halt nichts fest oder man weiß halt nicht, was Backstage wirklich hundertprozentig passiert Ja. ist. Was, glaube ich, ein gutes Zeichen für AEW an sich ist, dass man das da nichts nach außen dringt. Aber ich glaube, es gibt auch da jetzt weder bei AEW noch bei Tony Khan noch bei MJF einen Plan, der feststeht, sondern ist Ja. wahrscheinlich wirklich erstmal alles pausiert. Ja, also und selbst wenn, also ich glaube halt, dass wenn Tony Khan MJF rausgehen lässt und so eine Promo halten, dass dann zumindest irgendwie eine Einigkeit da ist, dass man vorhat, in Zukunft noch miteinander zu arbeiten.
Ob darüber hinaus schon mehr steht, weiß man nicht. Weil ja wohl die ganze Problematik ist, MJF möchte mehr Geld und eben auch mehr Anerkennung so und AEW ist bereit, ihm mehr Geld zu geben, aber eben nur, wenn er seinen Vertrag verlängert. So, weil sie ja auch natürlich einen Präzedenzfall schaffen würden, wenn sie sein Gehalt jetzt einfach aufstocken. So. Und ja, muss man sehen, ob das in irgendeiner Form gelöst werden kann. Ich hoffe ja. Denn wir haben ja auch von José, der hat uns vor einer Weile, vor Monaten schon geschrieben, dass er gerne mal unsere Meinung zu MJF hätte. Und bei mir ist es halt so, bis zu diesem ganzen Double or Nothing Wochenende, also und auch immer noch, aber das, ich habe halt schon gemerkt, wie das bei mir echt gesessen hat, so dieses Ganze. Es könnte sein, dass er no-showed und so weiter. Mhm. Aber für mich ist MJF so ein Once-in-a-Generation-Level-Talent. So. Weil er hat es ja gesagt, er ist in seinem jungen Alter schon der zweitgrößte Ratings-Draw und das glaube ich ihm jetzt einfach mal, dass das so ist, kann man sicherlich auch nachprüfen. Er liefert immer ab, er schafft es aus einer Formel, die sein Charakter definitiv hat, dass seine Storys immer relativ gleich ablaufen, aber er schafft es immer wieder, einen Gegnerbezug herzustellen und immer wieder einen neuen Spin rauszudrehen. Er schafft es immer wieder, dass ich denke so, ey, du läufst genau diesen Grad zwischen jetzt wird es zu viel, so, und dass es aber noch okay ist. Und was man halt nicht vergessen darf, ich habe selten MJF-Matches gesehen, die mich nicht unterhalten hätten. So, weil man ihm ja gerne unterstellt, hat er an der Promo auch gesagt, ihr unterstellt mir, ich kann nicht wrestlen und so weiter, obwohl ich es immer und immer wieder beweise, dass es anders ist. So, also das ist für mich, das wäre für mich ein größerer Verlust als Cody, MJF zu verlieren. Weil das ist für mich so ein Typ, der ist so smart und der kann sich so oft neu erfinden, glaube ich. Er hat jetzt auch schon bewiesen, dass er selbst als Face funktionieren könnte, wenn es denn sein müsste. Dass ich glaube, wenn der bleibt und wenn die Wogen glätten, dann ist MJF so einer von denen, wo ich sage, das wird eins der Gesichter dieser Company sein, solange sie andauert. Und ist auch einer von denen, wo ich sage, bei dem könnte ich sehen, dass er am Ende seiner Karriere vielleicht so ein 3- bis 4-facher AEW World Champ ist, weil ich glaube, mehr passiert bei AEW nicht. Und sei es nur, weil man Interim Champ wird, anstatt 2-facher AEW Champion. ja, und dann kam halt dieses Wochenende und für mich ist halt wirklich so der Punkt, es haben ja ganz viele auch nachher gesagt, haha, haben wir doch gesagt, das ist alles ein Work und so weiter. Wo ich denke, nee, ich glaube, also das mit dem, dass er beim dem Fan-Event nicht war, das war echt. Also das, weil für mich hört ein Work da auf, wo du die Fans schädigst damit. So, und ich glaube, dass sie es jetzt im Nachhinein hoffentlich zu einem Work umbauen, das Ganze. Und dann ist für mich auch alles fein. Dann ist es so, okay, es gab da irgendwie massive Streitigkeiten und es ist nicht der Weg, wie ich es lösen würde. Und ich werde das auch nie unterstützen, dass Wrestler einfach no-showen. Genau wie ich auch bei Sasha und Naomi, auch wenn die WWE das alles im Nachhinein schön umgedreht hat, wie es denn war, aber trotzdem sage ich, nein, das ist nicht die Art und Weise, wie man es lösen sollte. War auch bei CM Punk nicht die Art und Weise, wie man es lösen sollte. Ja, aber trotzdem ist es halt jemand, den ich unbedingt weiter auf meinem Bildschirm sehen möchte und wo ich, ja, jetzt schon nicht warten kann, was für eine Storyline daraus wird, wenn es denn hoffentlich eine wird am Ende des Tages. Ja. Wie du sagst, also Work schon gut, aber sobald es halt die Fans benachteiligt, die halt auch viel Geld dafür bezahlt haben, ja, dann ist es entweder ein absolutes No-Go von der Firma, was ich eben nicht glaube in dem Augenblick, weil ich glaube, dass es bis dahin wirklich einfach nur MJF war. Aber ja, ich hoffe auch, dass sie es in einen Work drehen können. Für mich ist aber auch, also was du gesagt hast, also MJF ist ein unfassbares Talent, sowohl im Ring als auch am Mikrofon, als auch vom Charakter, bei Interviews und allen möglichen. Und trotzdem, glaube ich, ist vielleicht auch gerade das Problem, was ihn so aufreibt und frustriert, weil er vielleicht unbedingt zeigen will, wie gut er ist. Und dann sich irgendwie, also er wird nicht schlecht verdienen. Und ja, ich kann es verstehen, das Argument, dass es einen vielleicht nervt, wenn vielleicht, einfach jetzt irgendwie Namen reingeworfen, ohne zu wissen, ob das so stimmt, wenn vielleicht Mark Henry oder Big Show oder sowas mehr verdienen sollten als MJF, dass es ihn nervt. Auf der anderen Seite, ja, glaube ich, dass
er da auch selbst sich irgendwie wahrscheinlich in so einen Teufelskreis an Gedanken reingesponnen hat, was sich immer weiter hochgesteigert hat. Denn ja, wie du gesagt hast, so die Art und Weise ist halt einfach nicht professionell, und muss anders gehandhabt werden. Und ich meine, es gab genug Fälle von Ausnahmetalenten, die sich irgendwie selbst im Weg standen und es dann früher oder später vielleicht gelernt haben. Shawn Michaels zum Beispiel. Und ich hoffe, dass mit der Zeit, die sie jetzt haben und irgendwie mit ein bisschen Abstand und Ruhe, dass sich Tony Khan und MJF wahrscheinlich zusammensetzen können und da halt irgendwas finden. Und auch MJF da vielleicht ein bisschen gelassener wird. Aber wie gesagt, man weiß ja auch nicht, was irgendwie alles vorgefallen ist. Also vielleicht gibt es ja auch noch Geschichten, die man gar nicht weiß, die man vielleicht hört und denkt, okay, ja, ich kann MJF verstehen. Also es ist ja immer einfach irgendwie, wenn sich jeder, der irgendwie Wrestling interessiert ist, hinstellt und eine Meinung hat, denn eigentlich ist es Fischen im Trüben in dem Augenblick, denn keiner weiß, wie die Perspektive wirklich ist von den beiden. Das dazu, aber ich muss halt sagen, zu dem, was wir beurteilen können, und das ist diese Promo und die sehr, sehr spannende Ausgangslage. Und ich finde halt, wie gesagt, auch das Ganze drumherum, dass ja, wie gesagt, das AEW das nicht kommentiert, nichts auf Twitter ist dazu und so weiter und so fort. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und ja, das ist für mich ein Top Ist gewesen. definitiv das Beste gemacht aus der Situation, die sie hatten. Also, ja. Ja, so, dann würde ich sagen, bleiben wir doch ein letztes Mal bei demjenigen, der bis vor einem Monat untrennbar verbunden war mit MJF, und das ist Wardlow, der ja gewonnen hat bei Double or Nothing. Ich finde nicht in der Manier, wie es ihn wirklich viel weitergebracht hat. Also ich glaube, da hätte ein kompetitives Match gegen MJF mehr Wirkung gezeigt als das. Aber auch da wissen wir jetzt wieder nicht, ob MJF vielleicht nur noch dazu bereit war, das zu machen, ob es eine Strafe war, wie auch immer. Wissen wir nicht. Ja, und jetzt war die große Frage, wie sie immer nach so einem Breakout-Moment ist: Wohin jetzt mit Wardlow? Und ja, auch da hat wieder ein bisschen Verletzungspech, glaube ich, mit reingespielt, weil sich Scorpio Sky verletzt hat, zwischendrin. Wohl nicht schwer, aber er konnte halt nicht antreten für ein paar Wochen. Und ja, ich glaube, die Richtung sollte recht klar sein. Wardlow geht jetzt Richtung TNT-Gürtel, den ihn ja auch MJF gekostet hat, im Verlauf ihrer Fehde. Und ja, er konnte halt nicht direkt gegen Scorpio Sky, und man hat sich halt entschieden, anstatt da trotzdem eine Fehde schon aufzubauen, fehdet Wardlow erstmal gegen Mark Sterling und die Security. Und da hatte ich schon das ganz grundlegende Problem, dass Mark Sterling ja definitiv der Heel sein soll in dieser Geschichte. Und ich halt aber da saß und dachte, ja, aber er hat ja recht. Also Wardlow hat halt Woche für Woche für Woche einfach Security-Leute verprügelt, ohne dass er eigentlich in der Arena hätte sein dürfen. So, und deswegen fiel es mir schon mal schwer, da in irgendeiner Form auf Wardlows Seite zu sein. Und es war mir dann halt noch dazu egal. Also, ja, gut, Wardlow hat dann diese 20 Leute da gesquasht, hat noch ein Blatt Papier zerrissen, und das war halt die Fehde. Ja, ist gefühlt nicht das, wo es jetzt hätte hingehen sollen für ihn nach seinem großen Moment. Nee. Also auch halt das Match an sich, wie du gesagt hast, hätte anders sein sollen in einer optimalen Welt. Und ja, der Übergang für Wardlow war jetzt alles andere als irgendwie rund. Denn ja, es war ganz lustig, wie er die 20 Security-Typen da in einem Match fertig macht. Aber ja, es war halt auch jetzt nichts Besonderes. Und wie du sagst, so man könnte dies oder man versteht die Security aus der Sicht, dass sie halt genervt sind, wenn man da jetzt mal in Kayfabe sozusagen ist. Von daher, ja, es war, glaube ich, ganz gut, um das jetzt für ein paar Wochen zu überbrücken. Ich hoffe, man geht jetzt wirklich in die Richtung Scorpio Sky TNT Championship, dass man da ein Match aufbaut, was dann auch Wardlow gewinnen sollte, meiner Meinung nach. Und dann, glaube ich, wird das sowas sein, was man irgendwie in der Retrospektive wird sein, oh, die Fehde gegen MJF und danach hat er den Titel bekommen und
dass dazwischen irgendwie was war, das Ja. wird man vergessen haben. Ja, ich bin generell gespannt, wie Wardlow sich schlagen wird, so, weil ich, ne, sein wrestlerisches Können und auch sein Charisma kann man ihm, finde ich, gar nicht absprechen. Aber ich glaube halt, Face Monster zu darzustellen, ist immer schwierig, weil man sich immer fragt, ja, warum gewinnt er jetzt nicht einfach die ganze Zeit und holt sich dann den Gürtel und dann ist gut. Und zwar nicht nur den TNT-Gürtel, sondern halt dann auch letztendlich den World Championship. Von daher bin ich gespannt, wie sie das lösen. Aber ja, alles, was sie hier gemacht haben, auch der Übergang zurück zu Dan Lambert, war ja dann, dass der halt in diesem Match oder nach diesem Match gegen die 20 Leute so zwei ehemalige MMA-Leute in den Ring geholt hat, Matt Hughes und Tyrone Woodley, wo der eine stark gehumpelt hat von, wo ich dann erfahren habe, was daran liegt, dass er von einem Zug angefahren wurde und das überlebt hat. So. Okay, das erklärt. Ja, okay. Ja. Also ist eine absolute Legende wohl, aber auch da, ich kannte ihn nicht und war so, ja, okay, warum holt denn Lambert jetzt jemand stark humpelnden in den Ring, der kaum über die Seile kommt, so? Ja, das, Gut, ja. aber war wohl, um ihm seine Anerkennung so nochmal zu geben. Und ja, Wardlow hat sie aber überzeugt, ey, ihr seid doch auch stolze Mittelamerikaner, so wie ich. Macht das mal nicht. Und dann haben die das mal nicht gemacht. Und ja, also, und dann hat Wardlow jetzt auch diese furchtbare Catchphrase noch, Welcome to Wardlow's World, was so für mich so ein richtiges WWE-Ding ist, so dieses so Branding. unorganisch so ein Branding reinzubringen. Ja. Ja, und weiß ich nicht. Und ich möchte auch kurz anmerken, dass Paige VanZant auch seit ihrem Pay-Per-View-Match einfach wieder verschwunden ist und weg ist und irgendwie bei American Top Team jetzt keine Rolle mehr spielt. Aber sie muss jetzt NFTs verkaufen, die Frau hat viel zu tun. Ja, also alles irgendwie um Wardlow herum nach dem MJF-Match. Ja, nicht optimal. Aber wie du gesagt hast, so, also im Ring ist er sehr gut. Charisma hat er definitiv. Und ich glaube, AEW hat gezeigt, dass sie Leute gut booken können. Und ich glaube, dass sie das auch mit Wardlow gerade biegen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre er irgendwie völlig zerstört. Ja. So, also. Ich glaube, das legt sich dann, also irgendwie den Titel sollte er jetzt schnell gewinnen. Ich hoffe auch, dass er nicht lange in diesem Scorpio Sky, Ethan Page, Kosmos da irgendwie rumschwebt, denn irgendwie alles da ist. Das ist so krass, wie diese Sammy Guevara Ty Conti Dauerfehde diesen ganzen Gürtel und alle Beteiligten so runtergezogen hat. Das ist so extrem irgendwie. Der Gürtel hat sich für mich zumindest davon auch noch nicht erholt. So, es Nee. ist nicht automatisch so, oh, geil, der ist jetzt neuer TNT-Champion, sondern es ist jetzt so, ja, irgendwer muss jetzt Prestige mal wiederherstellen für diesen Gürtel. Und Ja. deswegen hoffe ich, dass darauf hinausläuft, dass Wardlow möglichst schnell den Titel gewinnt und dass man dann so eine Weekly Open Challenge macht, Ja. was, glaube ich, ein guter Weg ist, Wardlow viele Matches zu geben, jüngere Talente zu pushen, die auch durchaus verlieren können. Und eben den Titel irgendwie wieder aufzubauen. Ja. Na. Ja, war für mich jetzt auch kein Flop, war für mich jetzt so lala, so ja, ist halt Übergang und ja. Ja. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Dann gehen wir doch zu einem neuen Titel, den es gibt. Ja. Denn überraschenderweise hat Tony Khan nicht etwa die lang ersehnten Trios Tag Team Gürtel angekündigt. Irgendwann werden sie kommen. Sie liegen ja scheinbar auch schon fertig in Tony Khans Büro seit Monaten. Nein, aber es wurde ein Singles-Gürtel für die Männer angekündigt. Und es gab in den letzten Wochen ein Turnier, was jetzt bei AEW New Japan Pro Wrestling Forbidden Door x-mal, was auch immer, ausgefochten wurde. Nämlich den All Atlantic Championship. Bei dem es, so wie ich es verstanden habe, keine irgendwie Einschränkung gibt, was jetzt irgendwie Gewichtsklasse oder was weiß ich was gibt. Also es ist ein normaler Titel, Ja. wie auch TNT-Titel zum Beispiel.
Aber halt mit der Besonderheit, dass das Match oder der Turnierbaum, der ausgetragen wurde, quasi wie so eine Art World Cup ausgetragen wurde. Also dass aus jedem Land ein Wrestler vertreten war. Genau, und dann hatten wir vier Viertelfinal-Matches und dann Halbfinale, Finale. Nee, hatten wir nicht. Wir Nee, wir hatten hatten nur nur vier vier Matches und Matches und dann dann, Fatal Four-Way. Stimmt, ja, das war ja nicht genau. mal, also, naja, so ein Ja, halbes Turnier. da war ich damals schon das, also, oh, ey, AEW macht schon wieder ein Turnier und ich so, es ist kein Turnier, es sind vier Matches und dann gibt es ein Fatal Four-Way. Ja, stimmt. War es nicht am Anfang als Turnier? Ich habe so einen Na, sie haben es Turnierbaum halt, sie haben halt vor so eine mir. Grafik gemacht Ja. mit den vier Matches, Ja, aber ja. okay. Okay. Ja, also ich weiß immer noch nicht so richtig, was dieser Gürtel soll. So, das ist so mein Hauptding, dass ich denke, also irgendwie, Tony Khan hat den so reingeworfen und dann war so, ja, okay, also wie ist denn der jetzt gewichtet in dieser Company? Oder ja, oder ist es jetzt einfach der Gürtel, der auch bei New Japan mal ausgefochten wird oder wie auch immer? Wo sich viele dann ein bisschen drüber lustig gemacht haben, dass der Titel All Atlantic dann vielleicht nicht der beste Name für den Gürtel ist. Aber gut, ja, ich verstehe es jetzt so, wie es ist halt ihr Intercontinental-Title sozusagen, den sie haben. Hat uns sehr, sehr gute Matches beschert. Einmal Ja. mehr, nämlich Pac gegen Buddy Matthews, was Pac für sich entschieden hat. Ja, wo sich erwartbar die beiden einfach nur 15 Minuten ins Gesicht getreten haben und gesagt haben, am Ende bleibt einer stehen. Und das war Pac in dem Moment. Ja, Miro hat Ethan Page besiegt. An dieses Match erinnere ich mich nicht. Vielleicht habe ich es auch geskippt, weil ich ja schon mal erwähnt habe, dass ich Miro Matches, also ich finde Miro super, aber ich finde Miro Matches meistens nicht besonders spannend. Das Match war, glaube ich, auch nicht sonderlich lang. Ja. Malakai Black hat Penta Obscuro besiegt. In einem Match, was bestimmt auch sehr gut war. Und in Ja. Japan hat sich Ishii qualifiziert, Tomohiro Ishii, der sich dann ebenfalls verletzt hat, in der halben Woche vor Forbidden Door noch. Und der wurde dann ersetzt von Clark Connors, was halt auch so ein bisschen lustig war, weil Forbidden Door dann ein Interview mit Clark Connors, ja, und jetzt stehst du hier und hast dich qualifiziert. Und ich so, nee, hat er nicht. So. Er Ja, wurde sie haben es halt. halt probiert, so zu machen, dass in dem Match zwischen Connors und, ich habe seinen Namen gerade wieder vergessen, weil ich hier gerade auf einen anderen Namen geschaut habe, Ishii. Ishii, Dankeschön, dass eben Ishii durch Connors so sehr Ja. verletzt wurde, dass er zwar das Match gewonnen hat, aber ausgeschalten wurde. Aber ja. Ja. Ja, und dann gab es bei Forbidden Door das Fatal 4-Way, was es bei mir am Anfang ein bisschen schwer hatte, weil davor halt ich schon so überrascht war von diesem Pay-Per-View und so positiv beeindruckt war, dass dieses Match dadurch überraschend war, dass es in den ersten 5 Minuten erstmal so ein bisschen Tempo rausgenommen hat und gesagt, so für ein Fatal 4-Way lassen wir es jetzt gerade erstaunlich ruhig angehen, das Ganze. Was wahrscheinlich so aus Matchcard-Sicht und aus Publikumssicht total die richtige Entscheidung war, das so zu machen. Hat dann aber am Ende hin super, super gut aufgedreht. Mir hat das Match sehr gut gefallen. Clark Connors, den kannte ich vorher nicht, hat mir auch super gefallen in dieser Underdog-Rolle, der immer irgendwie von hinten angerannt ist und dann irgendwie so ein, zwei Moves durchgebracht hat und so seine Hope-Spots gesucht hat, um irgendwie gegen diese Veteranen zu bestehen, die da im Ring waren. Und ja, hat, glaube ich, definitiv viele Augen auf sich gezogen mit diesem Match. Und ja, zwischendurch, also ich weiß nicht mehr, welcher Spot das war, aber einmal war er wirklich alleine im Ring mit Malakai Black, glaube ich, und ich dachte, oha, die geben ihm den Gürtel wirklich. So, weil bis dahin auch New Japan nicht so gut aussah in diesem Pay-Per-View. Deswegen dachte ich auch da, okay, vielleicht geben sie es ja hier jetzt wirklich dem New Japan-Guy. Und gerade bei einem neuen Gürtel könnte man es auch gut machen, dass der erstmal bei New Japan ist. Ja, hat er dann nicht, sondern Pac konnte sich diesen Gürtel sichern, was mich für Pac sehr freut, weil ich den sehr mag. Absolut. Und ja, wie du gesagt hast, also ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie den Gürtel eben erstmal nach Japan geben. Aber zumindest, also jetzt, wenn man von dem einen Match, was angekündigt wurde, irgendwie auf die Zukunft schließen kann, kann es vielleicht wirklich so sein, dass das ein Titel ist, der
durch die Gegend wandert und irgendwie zwar AEW gehört, aber eben dann bei AAA, bei New Japan Pro Wrestling, bei irgendwelchen britischen Indie-Wrestling-Ligen ausgetragen wird. Denn die erste Titelverteidigung von Pac ist quasi in ein paar Tagen gegen Shota Umino oder wie auch immer man japanischen Namen ausspricht. Ich kann kein Japanisch. Ich glaube, das war richtig. Sehr gut. Der Titel wird verteidigt bei, nicht bei AEW, sondern bei Revolution Pro, jetzt am Sonntag, glaube ich, ja, 10. Juli. Das heißt, vielleicht ist es wirklich ein Titel, der eben durch andere Promotions wandert, denn AEW hat ja genug Kooperationen irgendwie. Ja. Wenn nicht die Kooperation mit Firmen andere Kooperationen behindern und man dann irgendwie Wrestler nicht einsetzen kann. Also ich sag mal so, das ist für mich so ein Fall, da tue ich mich allein aufgrund der Matchqualität schwer, dem kein Top zu geben. Aber von rein dem, was es war, mit diesem, hey, hier ist ein neuer Gürtel, der wird jetzt ausgekämpft, war es für mich auch schon wieder so weird, dass ich mich auch schwer tue, einen Top zu geben. Was sagst du? Also das Match war cool, aber darüber können wir vielleicht später beim Pay-Per-View nochmal reden. Der Titel an sich... Ja, also ich freue mich für Pack, dass er einen Titel hat. Mal schauen. Ja. Also, ja, also meine Reaktion war, glaube ich, so wie viele, als der Titel angekündigt wurde, war so, okay. Mal gucken. Und darüber ist er bisher auch noch nicht hinaus. Von daher, so lala, passt schon. Ja. Gut, dann. Habe ich gerade ausgesucht oder du? Ich glaube, du hast gerade ausgesucht. Dann darfst du jetzt aussuchen. Dann darf ich aussuchen und ich gucke, ob es den Punkt überhaupt gibt. Denn ich sehe ihn nicht. Aber wahrscheinlich, ich kann einfach mal anfangen zu reden und du sagst mir dann, wo der Punkt steht. Denn wahrscheinlich steht er irgendwo. Denn ich würde vorschlagen, wir bleiben einfach mal bei Titelgürteln und gehen zum TBS-Titel. Ja, irgendwo habe ich das. Ach, ich habe das hier aufgeführt unter... Unter. Ja. Ich hab's auf jeden Fall irgendwo mit Chris Statlander und so. Athena, Chris Statlander und Willow Nightingale gegen die Baddies. Genau. Da haben wir zumindest was. Genau. Ich weiß gar nicht, seit wann Athena da ist. Hattest du darüber schon geredet? Oder ist das auch im letzten Monat gewesen? Athena ist doch, ist beim Paper, bei Double or Nothing ist sie ja debütiert nach dem sehr merkwürdigen Match gegen Anna Jay. Ja. Die ja mittlerweile witzigerweise auch raus ist aus dieser Fehde. Ja. Ja, also habe ich schon drüber gesprochen, ja. Okay. Gut. Genau, aber die Fehde zwischen Athena, Chris Statlander, Willow Nightingale, die auch da ist, ja, zumindest ist halt nicht so präsent, finde ich, wie die anderen beiden. Ja. Die halt, genau, gegen Jade Cargill, so heißt sie, Fäden. Und ich finde, was sie zumindest schon mal gezeigt haben in dieser Fäde ist, dass Athena und Chris Statlander, also beide, unfassbar viel Charisma haben. Ja. Was ich, also ja, man kennt ja Athena oder hat sie bei NXT eigentlich mehr gesehen als wirklich bei SmackDown oder Raw. Aber man, also zumindest mir ging es so, dass ich irgendwie vergessen habe, wie charismatisch sie ist. Und dieses kleine Backstage-Segment, wo sie und Chris Statlander dastehen und sich über die Baddies lustig machen, fand ich unfassbar cool. Und ich musste so schmunzeln dabei. Und ich dachte, ja, das sind Stars, die man da hat. Und ich finde, mit dieser Fehde macht man gerade sehr viel richtig. Also man hat ja Chris Statlander schon über die letzten Wochen hinweg von diesem Alien-Gimmick weg transportiert. Aber ich finde, sie haben es jetzt nicht so von jetzt auf gleich, jetzt ist es nicht mehr Thema, sodass es sich unorganisch anfühlt, sondern sie haben das irgendwie sehr gekonnt gemacht, sodass es irgendwie weg ist, aber jetzt sich nicht wie so ein Bruch im Charakter anfühlt. Und ich glaube, das kann Chris Statlander nur helfen. Also das kann ihr nur gut tun. Genauso wie wahrscheinlich auch früher oder später bei Jungle Boy irgendwie so ein Wechsel passieren wird, dass er irgendwie ein ernstzunehmenderer
Charakter ist, was ja vielleicht jetzt in den nächsten Wochen sogar schon passiert, aber das ist ein anderes Thema. Jungle Man. Jungle Man, genau. Ja, ich trinke erstmal was. Red du mal weiter. Ja. Ja, ich glaube, bei Chris Statlander erzähle ich ja schon seit diversen Monaten, dass ich diese Frau für einen absoluten Superstar halte, wenn sie ihre Entwicklung fortsetzt, weil die einfach für mich alles hat. Die hat einen sehr einzigartigen Look, ist super stark, verbessert sich im Ring konsequent. Die hatte ein Match diesen Monat, da, wo sie dann irgendwie, weiß nicht, wer ihre Gegnerin war, aber die so an den Armen hatte am Boden und sie hat sie an den Arm hochgezogen, in die Luft geworfen, vom Boden aus und in ihren Finisher reingefangen. So, super gut. Und ja, da rufe ich das schon seit Monaten von den Dächern, dass Statlander ein Star ist und freue mich sehr, dass man ihr jetzt dieses Alien-Ding weggenommen hat, weil das hat sie halt zurückgehalten, weil sie damit immer ein Comedy-Charakter sein würde, letztendlich. Und ich finde den neuen Luke, Look super. Luke, ja. Und ja, diese Paarung mit Essina ist halt auch super, weil die halt doch nochmal auch ein gutes Stück erfahrener ist einfach. Und auch diese Präsenz einfach hat, wobei ich es immer wieder lustig finde, wie klein sie ist, im Vergleich zu den anderen, die auch super Matches abliefert und das ist einfach eine coole Kombination, die sie da haben. Ja, und auch Jade Cargill hat einfach dieses Star-Appeal, zieht damit definitiv auch die Baddies mit hoch. Also so sehr habe ich mich für Red Velvet noch nie interessiert, wie an der Seite von Jade Cargill. Jetzt hat sich Red Velvet leider verletzt, ebenfalls, was ja auch dazu führt, dass jetzt Willow Nightingale da eigentlich drin war und jetzt aber wieder so ein bisschen raus ist, weil eben keine dritte Person mehr da ist, gegen die gefädet werden kann. Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen, dass Jade Cargill auf Betty Search ist, zusammen mit Stokely Hathaway. Und diese Dynamik finde ich auch gerade ganz cool, dass er quasi Wrestlerinnen einspannt, die Jade Cargill helfen mit dem Versprechen, ey, vielleicht kannst du ein Baddie werden, aber Jade Cargill halt schon Ansprüche hat und nicht einfach jeden da reinlässt. Das fand ich ziemlich cool, dass sie gegen Layla Gray gewrestelt hat, die auch relativ gesquasht hat. So, und dann danach halt ein Angriff kam von Chris Statlander und Cena, weil die auf irgendwen eingeprügelt haben. Und ja, Stokely Hathaway dann kurz Layla Gray was zugeflüstert hat, die geholfen hat und als sie gerade den Handshake machen wollte, ist Jade Cargill halt dazwischen, hat die Hand weggeschlagen. Ja, also ich finde das alles, bis auf, dass es so ein bisschen dümpelt durch die Verletzung, wie man merkt, finde ich das aber für alle profitabel, die da drin sind. Absolut. Und vor allem, ich finde es so unfassbar krass und auch interessant. Ich weiß noch, als das Turnier um den TBS-Gürtel stattfand, wo viele gezweifelt haben, ob Jade Cargill für diesen Spot bereit ist. Ja, absolut. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Also sie hat im April 2019 hat sie ein Tryout bei der WWE im Performance Center gehabt und hat da mit dem Training angefangen. Das heißt, die ist jetzt seit 3 Jahren erst im Training. Und holy fuck, ist sie einfach eine unfassbare Präsenz im Ring. Also man nimmt ihr das absolut ab. Sie ist da so schnell reingewachsen in diese Rolle. Ist ja, ja, hat halt eine Ausstrahlung im Ring, die manche halt nicht haben. Und ist ein absolut guter erster Champ für diesen Gürtel. Und ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. Und irgendwie, klar. Früher oder später muss ihre Streak enden und sie muss gegen irgendwen verlieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das Athena oder Chris Statlander schon sein sollten oder ob man es nicht noch weiterzieht. Wir können erstmal darüber reden, ich noch meine andere These noch aufstelle. Ja, es ist halt, was krass ist, dass sie es mit Jade Cargill jetzt schon geschafft haben, dass man dasteht und denkt, okay, wer soll ihr den Gürtel abnehmen? Wer wäre eine nachvollziehbare Nachfolgerin für sie? Und ich glaube, dass man das durchaus mit einer Asina oder Chris Statlander machen könnte. Ich für meinen Teil hätte halt eher eine Chris Statlander gerne an dieser Position. Auf der anderen Seite wäre sie vielleicht zu gleich vom große, starke Frau dominiert das TBS-Feld her. Könnte aber mit beiden leben. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn man das noch zieht mit Jade Cargill, weil gerade so dieses, ey,
ich habe den Gürtel, ich habe das Geld. Und die anderen Frauen, die nicht so erfolgreich sind, versuchen in die Baddies reinzukommen, um an diesem Ruhm teilzuhaben. Das ist halt eine sehr gut funktionierende Storyline. Und ja, ich bin gespannt, was man macht. Man kann ja auch sowas machen, dass dann, weiß ich nicht, im Match Athena oder Chris Statler, die jeweils andere aus Versehen den Gürtel kosten und daraus dann was wird. Ja, aber auf jeden Fall glaube ich, gehen alle irgendwie als größere Stars aus der Sache raus, als sie reingegangen sind. Ja. Und dazu nur, weil ich den Gedanken immer wieder habe, ich hoffe nur nicht, dass es früher oder später bei Athena oder Chris Statlander zu einem Ruby Soho Booking wird. Ja. Denn die ist irgendwie völlig runtergefallen und es tut mir so leid für sie. Ja. Und ich hoffe, die findet da auch bald einen Spot irgendwie. Mit einer Story. Aber eins noch, wo ich gern deine Meinung hätte. Denn, wie du gesagt hast, Jade Cargill ist ja jetzt auf Suche nach Nachwuchs oder nach einer Erweiterung der Baddies. Ist das eine Vermutung? Wird das eine Story? Ist das schon der Anfang der Story, um vielleicht Sasha Banks reinzubringen? Also kann sein. Ich meine, es geht jetzt ja auch schon ein bisschen länger, als das mit Sasha Banks klar ist. Es kann natürlich sein, dass, oder was heißt klar, bisher heißt es, sie sei entlassen worden Mitte Juni und die WWE verheimlicht das, dass das so ist. Was, glaube ich, wenn es so ist, nicht smart wäre. Stell dir mal vor, keiner weiß von den Casual-Fans, dass Sasha Banks weg ist oder taucht sie plötzlich bei AEW auf. So, das ist doch noch mehr Impact, als wenn die Leute wissen, dass sie auf dem Markt ist. Aber ja, ich meine, würde natürlich perfekt passen, so Sasha Banks da reinzubringen und dann natürlich die folgerichtige Story zu erzählen, dass The Boss eben früher oder später die Baddies übernehmen möchte, letztendlich. Ja, also ich sag mal so, so sehr ich auch von dem, was man von außen weiß, mit der Person von Sasha Banks, Mercedes, Vernanis, wie auch immer, Probleme habe, würde ich natürlich schon gern auch bei ihr sehen, wie gut sie ist, wenn sie einfach mal machen darf und wenn sie einfach wieder The Boss sein darf, weil sie hat ja schon mal bewiesen, dass sie es kann. So, die war nicht immer nervig. Nee. So, und ja, und dass sie halt im Ring ohne Wenn und Aber eine der besten auf der Welt ist, da braucht man nicht drüber sprechen. So, also ja, wenn AEW sie bekommen kann, dann sollten sie das machen. Mhm. Ja, ich meine, es steht ja immer noch nicht fest, ob sie wirklich entlassen ist oder nicht und Rechtslage und keine Ahnung was. Aber die Story wäre halt perfekt gemacht dafür, wobei da vielleicht auch die Frage ist, ob Sasha Banks nicht ein zu großer Charakter ist, um auch nur eine Zeitweise irgendwie als Handlanger bei den Baddies zu sein. Aber es würde sich zumindest sehr gut anbieten. Ja. Ja. Ja, war für mich, auch wenn es jetzt kein riesiger Teil der Show war, trotzdem ein Top. Hat mir gut gefallen. Absolut. So. Ach komm, dann nehmen wir doch jetzt mal das Aktuellste, was wir jetzt hatten, nämlich Blood and Guts 2. Haben wir bekommen. Ich sage gleich vorab, hat mir persönlich sehr, 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 sehr viel besser gefallen als Blood and Guts 1. Mhm. Und wird trotzdem nicht meine Lieblingsmatchart aller Zeiten werden. Aber es wirkte irgendwie runder, es wirkte charaktergetriebener auch einfach, als das vorher der Fall war. Wobei eigentlich bei Pinnacle gegen Inner Circle es viel mehr Spielraum gegeben hätte dafür. Aber ja, war das einzig logische Match nach Anarchy in der Arena. So, wie willst du es anders auch noch weiter steigern? Ja, wo Jericho dann eben geprahlt hat, dass sie das dominiert haben und sie haben die Brawler in ihrer eigenen Disziplin geschlagen, bla blub. Und dann hat William Regal eben zu Blood and Guts herausgefordert. Und Jericho hat halt zugestimmt unter der Bedingung, dass er ein Herr-gegen-Herr-Match gegen Ortiz bekommt. Okay. Und das hat er dann auch gewonnen.
weil nämlich Fuego del Sol aus irgendeinem Grund in dieses Match eingegriffen hat. Und man dachte erst so, okay, das wirkt komisch. Aber ja, wenn man genau hingeguckt hat, hat man die sehr markante Mundpartie von Sammy Guevara schon erkannt währenddessen, weil der sich dann die Maske vom Kopf gerissen hat. Und es wurde offenbart, Sammy Guevara ist wieder an Jerichos Seite. Und da würde mich erstmal, bevor wir weiterreden, interessieren, wie du das findest. Mich hat es in dem Augenblick absolut, also mich hat es geworkt in dem Szenario. Also ich dachte, Fuego del Sol, wo kommt der denn jetzt her? Warum? Wieso? Weshalb? Dann natürlich der Reveal, dass es Sammy Guevara ist. Meine erste Reaktion war, auch nicht schon wieder. Und dann dachte ich, aber es passt eigentlich sehr gut. Von daher, also seitdem Guevara wieder mit Jericho zusammen ist, finde ich ihn auch nicht mehr so anstrengend nervig. Ja. Was gut ist, weil es kein guter Heat war, den sie gezogen haben. Von daher vielleicht nicht das Falscheste, was man machen kann. Und die, also ich finde auch jetzt, dass sie jetzt eher in Richtung gutem Heat gehen, wenn sie irgendwie bei Blood and Guts probieren, sich durch den Käfig hindurch zu küssen oder sowas. Von daher, ja, dass man nach dem Split wieder zurückgehen muss oder zurückgeht, war, glaube ich, nicht von oder war nicht geplant, als der Split damals passiert ist. Aber ich glaube, es tut Guevara ganz gut. Ja. Also meine erste Reaktion war auch so, oh wow, das ist jetzt der große Payoff von Sammy Guevaras Single-Ausbruch, dass er wieder bei Jericho landet, in dem nächsten Stable. Und letztendlich kann man aber sagen, es ist ja sogar so, er ist ja nicht mal gesplittet. Er hat damals seine Jacke in den Ring gelegt und hat gesagt, klärt das oder ich bin weg. Naja, und im Prinzip ist es ja geklärt, dadurch, dass jetzt Hager und Jericho auf der einen Seite sind und Santana und Ortiz halt definitiv nicht mehr auf deren Seite. Ja, und ich habe aber auch gemerkt, wie mir Guevara halt auf der Stelle wieder mehr Spaß macht. So, also wie ich wieder mehr mich an dem guten Wrestler Sammy Guevara erfreuen kann, als die ganze Zeit nur zu denken, ist das alles ein unfassbarer Blödsinn und sie wissen nicht, ob er Face oder Heel ist und sie, Tony Khan sagt das eine, aber macht das andere. Ich verstehe nicht und jetzt verstehe ich wieder, was man vorhat. Ja, und ich fand auch den Moment eigentlich ganz, ganz cool, dass Ortiz eben dadurch das Hair vs. Hair Match verliert, und fand die Szene auch schon sehr wirkungsvoll, wie er sich die Haare abrasiert, dabei nur Blood and Guts, Blood and Guts, so, während Eddie Kingston sagt, ey, er ist ein Mann seines Wortes, so. Und schade finde ich daran, dass Ty Conti halt jetzt schon wieder seit Wochen nicht wrestelt, so, weil die ja auch eigentlich eine ziemlich gute Entwicklung genommen hat im Ring. Ja, man hat jetzt vielleicht eine Fehde gegen Ruby Soho angedeutet, angefangen, mal gucken, aber gut. Und ja, dann haben wir letztendlich das Match bekommen von der JAS gegen Moxley, Yuta, Kingston, Ortiz und Claudio Castagnoli. Castagnoli, doch. Claudio Castagnoli. Weil, also uns Santana war leider verletzt. Was halt sehr, sehr. Im Match verletzt. Ja, was halt sehr, sehr bitter ist, wenn er jetzt länger ausfällt, weil man jetzt schon wieder das Gefühl hat, okay, jetzt ist LAX gerade so auf dem Weg auszubrechen. Und jetzt ist einer von beiden verletzt. So. Mhm. Ja, und das Match an sich hat mir aber viel Freude gemacht. Da waren viele schöne Spots dabei. Zum Beispiel, ich fand auch den am Ring aufgehängten, ich glaube, Daddy Magic war es, super, auch wenn man es natürlich schon gefragt hat, okay, aber wenn man aus diesem Ring einfach rausklettern kann auf der Flucht, ergibt der dann so viel Sinn, aber gut. Ja, und ansonsten war halt alles dabei, was man sich wünschen konnte. Es wurde Glas ausgepackt, Thumbtacks noch und nöcher. Ich fand Wheeler Yuta einmal mehr absolut super, diese Match, wie der einfach mit 30 Trilliarden Thumbtacks im Rücken da rumläuft und das so völlig casual einfach, ja, ist halt so, hab ich halt.
John Moxley, den man einmal mehr angesehen hat, dass er den Spaß seines Lebens hatte dabei. Ja, und dann eben diese Endsequenz auf dem Dach. Also den Cesaro-Swing auf dem Dach. Da war ich schon so, oh Gott, ich würde jetzt nicht an Jerichos Stelle Ich sein wollen. dachte genau dasselbe. So, ja, Guevara, der natürlich einmal mehr durch den Tisch geschmissen werden musste von da oben. Diesmal hat man auch die Crash-Mats darunter nicht ganz so krass gesehen. Ja, und dann halt dieses Finish, was sich im ersten Moment total komisch angefühlt hat, aber finde ich eigentlich ein Geniestreich ist, was man Ist da gemacht hat. brillant, ja. Also mir ging es am Ende auch so, dass ich dachte so, hä, wieso, was? Aber man, und das finde ich so faszinierend, man hat ja im Prinzip diese Animositäten zwischen Kingston und Claudio, nur irgendwie, man hat ja nur ein Match Zeit gehabt, um das irgendwie zu Ja. zeigen, beziehungsweise so ein paar Promo-Segmente davor. Und trotzdem glaube ich, dass man auch als nur AEW-Fan und Zuschauer irgendwie sieht, okay, die beiden mögen sich nicht, da ist irgendwas, so in etwa. Ja. Das ist halt auf jahrelangem oder Indie-Wrestling basiert. Das wissen dann die extremen Fans. Und trotzdem finde ich, hat man das schon gut angedeutet für das bisschen, was man zur Verfügung hat. Und dann eben genau daraus zu machen, dass Claudio der ist, der verhindert, dass Kingston seine Rache bekommt, die er sich so sehnlich herbeiwünscht gegen Ja. Jericho, dass der Jericho eben nicht nochmal zum Aufgaben bringen kann, sondern dass Claudio der ist, der das Match gewinnt. Fand ich richtig cool gemacht. Man hat Claudio einen Sieg gegeben oder den zweiten Sieg sozusagen nach seinem Debüt. Und hat jetzt schon alle ja, Indizien gelegt für eine Fehde zwischen Kingston und Claudio, die, glaube ich, sehr cool werden wird. Ja. Und ein sehr cooles Finish, meiner Meinung nach. Ja, also ich fand auch, ich war auch so im ersten Mal so, okay, jetzt das fühlt sich komisch an. Ich rede einfach weiter, während Felix stehen bleibt. Ich mache das hier einfach so. Ja, und habe halt wirklich gedacht, das fühlt sich komisch an. Und dann aber ist halt Kingston auch nun mal Eddie Kingston, der dann halt die ganze Story auch mit seinem Gesicht verkauft hat. So dieses, dass er denkt, okay, gleich gibt Jericho auf und dann so merkt, Moment, die Ringglocke läutet, was ist los? So, und dann wirklich so, Claudio auch, der da steht, so, hey, super, wir haben es geschafft, yay! Und Kingston so, nee, nee, so. ja, und es ging ja nie darum, dass das eine Team gegen das andere gewinnt, sondern es ging um Kingstons Rache an Jericho. Und ich finde halt so cool, dass du daraus jetzt machen kannst, okay, du kannst direkt Kingston gegen Claudio draus machen. Wäre eine logische Form, um von Jericho wegzukommen. Und die beiden sind relativ unentschieden rausgegangen aus dem Ganzen. Du kannst aber auch erst nochmal Kingston gegen Jericho zu Ende erzielen, dass die nochmal ihr Singles-Match bekommen gegeneinander. Und dann übergehen zu dieser Fehde. Du kannst auch keine Fehde draus machen, weil am Ende ja Kingston schon so da stand, ja, okay, cool, wir haben gewonnen. Und dann haben alle zusammen gefeiert. Ja, also das ist eigentlich das Optimum, was du haben willst. Du hast ein Match-Finish und du kannst mehrere Dinge daraus machen, die alle Sinn ergeben. So, und deswegen fand ich das sehr gut. Das hat mir Freude bereitet. Und es passt halt auch perfekt zu dem Charakter Eddie Kingston und auch zu Claudio Castagnoli. Von daher, ja, wie du gesagt hast, ist in alle Richtungen offen und man kann jetzt nochmal ein bisschen Zeit schinden mit einem abschließenden Match Eddie Kingston Jericho oder eben wirklich schon in die Fehde gehen, Claudio gegen Kingston. Ja. Ich brauche, glaube ich, nicht unbedingt nochmal ein Match Jericho Kingston. Von daher kann man auch gerne in die Fehde gegen Claudio gehen. Aber ja, mal schauen. Ja, und ich muss auch da nochmal anmerken, also sorry, es wird aber immer mal wieder vorkommen bei mir, aber stell dir mal vor, die WWE würde ein Match, ein Team-Match aufbauen, in dem auf der Face-Seite einfach alle over sind, einer mehr als der andere. So, Santana und Ortiz noch so, ja, over. Werden bejubelt, aber dann Claudio, super over. Kingston, super over. Moxley, super over. Und Wheeler Yuta wurde mit fast am meisten bejubelt von den Leuten da. Die haben den Mann mit einem Match zum Star gemacht. Das ist wirklich unfassbar. So, und das ist wirklich so,
Ja, ich finde es halt bei WWE gerade so ein bisschen lustig zu sehen, wie Orton ausfällt und sie instant in den Panikmodus verfallen. Und so, oh Gott, wir haben niemanden mehr. Brock Lesnar again, let's go. Jetzt ist aber wirklich das finale Kapitel dieser 7 Jahre langen Nein, Fehde. es ist 7 Jahre in the making. Nein, nein, ist es nicht. ja, und hier hast du halt wirklich so, in einem Match hast du mehrere, wo man sagen kann, ja, mit ein bisschen Aufbau kannst du die locker Richtung Titel pushen und das passt. So, so muss das. Sehr schön. So, du bist dran. Ein kleines Quiz noch für dich am Ende. Nenne mir alle Mitglieder der Jericho Appreciation Society. Chris Jericho, Ja. Jake Hager, Sammy Ja. Guevara, Ja. Ty Conti, Ja. denke ich. Matt und Jeff Parker, ich werde mir ihre neuen Namen niemals merken im Leben. Und bestimmt noch irgendwer, Es sind oder? drei, ne? Es sind drei, glaube ich. Sind es? Weiß nicht. Also Match waren Wahnsinn. Ja, aber mir geht es auch so. Jericho, Hager, Sammy Guevara, Ty Conti und die anderen. Ja. Was ein Naja. bisschen schade ist. Ja. Ja, aber ich meine, also das Ding heißt Jericho Appreciation Society. Also wer dachte, dass da irgendwer von den anderen als Star raus. Also das ist für mich, die JAS ist unterhaltsam, aber sie ist für mich immer noch ein merkwürdiges Konstrukt. Weil sie wirklich wirkt wie so eine Jericho-Beweihräucherungsveranstaltung, die aber im Gegensatz zum Inner Circle niemand anderen mit hochzieht. So. Also halt nur mit Guevara, den, bei dem es vorher auch schon so war. Naja, gut. Okay, ich gehe mal kurz durch, ob ich was sehe. Ich pack mal hier Miro noch zu dem und sonst so Zeug, weil das war ja im Prinzip Ja. nur. Da ist so viel. Dann, ja, komm, ich nehme heute einfach die Titel durch. Denn, wenn wir schon keine Trios-Titel haben, dann haben wir doch zumindest Tag-Team-Titel. Die zwar nicht immer sehr präsent waren, die Champs. Und auch die Kommentatoren, finde ich, haben eine gute Arbeit daran gemacht, irgendwie die Lucha Bro, die Lucha Bros, Jurassic Express so ein bisschen hinten runterfallen zu lassen, indem sie ständig bei FTR oder bei den Young Bucks gesagt haben: Boah, das sind die besten Tag-Teams, die es gibt. Ja, aber wenn es doch wahr ist. Jedenfalls. Ja, die oder AEW hat scheinbar mal wieder gezeigt, dass die Tag Team Fäden erst dann wirklich interessant werden, wenn die Young Bucks beteiligt sind. Denn die Fehde zwischen den Young Bucks, oder es war ja eigentlich nicht mal eine Fehde zwischen den Young Bucks und Jurassic Express, es war mehr oder weniger Christian, der ja schon seit einiger Zeit oder Jurassic Express zu Matches gedrängt hat oder überredet hat oder sie überrascht hat, dass er ein Match für sie hat. Wo sie konstant im Nachteil waren. Wo sie konstant im Nachteil waren, genau. Und genauso fing es ja dann hier an, dass Christian im Prinzip der war, der verkündet hat, dass es bei AEW, bei Dynamite, ein Trios Ladder Match geben wird oder ein Three-Way Ladder Match zwischen den Young Bucks zwischen Jurassic, nee, Young Bucks, Jurassic Express und den Hardy Boys so. Was dann nicht stattgefunden hat. Dafür hatten wir ein normales Tag Team Match zwischen den Young Bucks und Jurassic Express. Was ein fantastisches Match war. Also, die wissen, wie man wrestelt. Und da gab es dann eben auch den Titelwechsel. Die Young Bucks, die jetzt die ersten Double Champions sind in oder bei AEW in den Tag Team Gürteln. Und dann kam das, was irgendwie schon seit dem Debüt oder seit der Zusammenarbeit von Ja. Christian und dem Jurassic Express im Raum stand, vermutet wurde. Man hat eigentlich nur darauf gewartet. Und trotzdem fand ich es, auch wenn es hier klar war, dass es kommen wird oder sehr vorhersehbar, fand ich es trotzdem sehr cool gemacht. Wie der Turn dann kam und gerade in den Wochen danach hat mich Christian unfassbar überzeugt, was ich auch nicht von ihm erwartet hätte.
Aber ja, erstmal bis dahin würde ich sagen. Also Christian, der Matches bookt für Jurassic Express und Jungle Boy so ein bisschen damit immer wieder überrascht, aber ihn pushen will. Und die Young Bucks, die jetzt Two-Time-Champion sind bei AEW. Ja. Also ich habe bei der Christian-Sache ein bisschen erwartet, dass man eine andere Richtung nimmt als die Erklärung, die man genommen hat. Weil ich dachte halt, dass das Ding ist, er bookt sie halt immer wieder in Matches, die sie eigentlich verlieren müssten, aber sie gewinnen es halt immer wieder. Und irgendwann kommt der Moment, wo sie eins davon verlieren. Und dann sagt er hier, ich wollte dich nur größer machen, aber du bist gescheitert an der Erwartung und so weiter. Dass es jetzt am Ende die Erklärung war, die es war, fand ich ein bisschen, hat nicht so ganz zu dem gepasst, was man erzählt hat, aus meiner Sicht. Außer man sagt jetzt, naja, für so ein Trios-Ladder-Match gibt es halt mehr Geld, wenn das stattfindet oder so. Naja, aber habe mich auf das Ladder-Match tatsächlich, muss ich sagen, nachdem klar war, dass die Hardys da raus sind, habe ich mich auf das Match sehr viel mehr gefreut als vorher. Krass. Okay. Weil ich die große Befürchtung hatte, dass die Hardys das Ding gewinnen sollen. Und ich fand Ich sie, glaube, das war auch der Plan. Ja. es wurde auch berichtet, dass das wohl der Plan war. Ich fand sie bei Double or Nothing alles andere als überzeugend. Vor allem Jeff Hardy wirkte sehr neben sich, einmal mehr. Und die Vorstellung, also ich bin ja, die Hardys sind die, die mich zum Wrestling gebracht haben. So. Aber die Vorstellung, die Hardys in dieser Tag Team Division, die so geile Teams hat, die in ihrer Prime sind, als Champs zu sehen, da weißt du, nee, da kriegen wir einfach nur für ein paar Monate schlechtere Matches zu sehen, als wir das müssten. So. Okay. Und ja, ich wünsche natürlich Jeff Hardy alles nur erdenklich Gute, der halt einmal mehr nach Fahren unter Einfluss festgenommen wurde und wohl wirklich so am Limit zu, ich bin fast komatös von dem, was er intus hatte. Ich finde auch, man kann Tony Khan hier nicht wirklich aus der Verantwortung nehmen, weil ja, der Mann also einfach Schmerzen sondergleichen haben muss, weil er in zwei Ladder-Matches in 3 Wochen reingebuckt wurde, obwohl er verletzt war. So. Und ja, es ist schon auffällig, dass Jeff Hardy zu AEW kommt und innerhalb von Wochen die Probleme wieder da sind, die er bei WWE nicht mehr hatte. Muss man halt einfach mal so sagen, wie es ist. Naja, und er ist jetzt jedenfalls ohne Bezahlung suspendiert, bis er ein Rehab-Programm abgeschlossen hat. Und ich hoffe einmal mehr, dass er das macht und dass er das schafft und ja, dass Jeff Hardy irgendwann seinen Weg in die Gesundheit findet. Nichtsdestotrotz habe ich mich auf das Match sehr viel mehr gefreut, nachdem die Hardys raus waren. Saß da und dachte, ich kann mit beiden Gewinnern absolut leben, hab mich innerlich auf die Young Bucks eingestellt und mich darüber sehr gefreut. Ihr werdet in diesem Leben nicht mehr erleben, dass ich mich über die Young Bucks als Champions beschwere. Das wird nicht passieren. Außer in der Anfangsphase von ihrem ersten Titelrun, wo sie als Faces so sehr merkwürdig dargestellt waren. Aber ja, sie sind jetzt wieder Heels und damit ist alles gut. ja, und ich sehe die Young Bucks im Ring und ich freue mich. Das ist einfach, es ist gesetzt, dass das gut ist, außer wenn sie gegen die Hardys wresteln. So traurig das auch mittlerweile ist. Aber ich fand das Match bei Forbidden Door hat mir unheimlich Freude gemacht. Die sind einfach so fantastische Heel-Douchebags. So, und dann noch dazu fantastisch im Ring. Also ich freue mich, dass die Young Bucks wieder Champions sind und auch, dass der Christian Turn jetzt endlich mal vollzogen wurde. Meine paar Gedanken noch zu Jeff Hardy, also klar auch alles erdenklich gute, ich weiß nicht, gute Besserung. Was ich halt da sehr krass und bedenklich finde, ist halt, dass es irgendwie diese Information gibt, dass Jeff Hardy wegen eben früher Verstöße gar keinen Führerschein mehr hat Ja, und es ja stimmt. wohl trotzdem irgendwie geschafft hat, sich Autos zu mieten. Was für mich halt nochmal irgendwie was anderes ist. Also irgendwie betrunken sich ins Auto zu setzen und nach Hause zu fahren, ist schon scheiße. Aber sich ein Auto zu mieten, zu verheimlichen, dass man keinen Führerschein hat, da rumzukommen, ist halt nochmal ein anderes Maß an Ja. Vorsatz und geplant sein. Und man fragt sich, wie oft das passiert ist, ohne dass es irgendwie
herausgekommen ist und wie viel Leben Jeff Hardy aufs Spiel gesetzt hat mit irgendwelchen dämlichen Aktionen. Von daher hoffe ich, dass er die Hilfe bekommt, die er dringend nötig hat. Ich habe das Gefühl, es fällt immer schwerer und schwerer, wirklich Mitgefühl zu haben. Ja. Weil es ja nun wirklich nicht das erste Mal ist, dass es bei Jeff Hardy der Fall ist. Ja, ich habe halt bei ihm das Gefühl, wahrscheinlich, er müsste wahrscheinlich aufhören. Ich glaube, er hat erst dann wirklich eine Chance, endgültig clean zu werden, wenn er nicht mehr seinen Körper und seinen Kopf diesem permanenten Wrestling-Stress aussetzt. So sehr er es auch liebt, das spreche ich ihm in keiner Sekunde ab, aber ja, ich denke, er hat wahrscheinlich erst dann eine Chance, das zu schaffen, wenn er sagt, okay, die Karriere ist an dieser Stelle vorbei. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass ich mich irre und dass er das hinbekommt und ja. Ja. Aber ja, ich bin da ganz bei dir vom Gefühl her. Aber das soll es dazu auch gewesen sein. Christian. Wie gesagt, ich fand den Heel-Turn an sich gegen Jungle Boy fand ich cool. Was mich aber danach viel mehr überzeugt hat, war die Promo, die er in der Folgewoche gehalten hat. Denn ja, ich wusste, dass Christian ganz okay ist am Mikrofon. Aber ich hatte nicht im Bewusstsein, dass er so ein guter Heel sein kann. Also sowohl gegen Tony Schiavone in dem Interview, als auch die Sprüche, die er ausgeteilt hat gegen Jungle Boy, gegen seine Mutter, gegen seine Familie, gegen die Fans. Das war schon sehr cool gemacht. Also so dieses... Also er wirkt schon wie ein Arschloch. Und gerade auch das, als dann Luchasaurus rauskam und Christian angegriffen hat und er wirklich wie so ein weinerlicher Heel bittend und bettelnd in der Ecke saß. Es war schon unfassbar gut gesellt. Und den Twist, den es dann gab, den habe ich echt nicht kommen sehen. Und ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. Denn jetzt in der letzten Woche bei AEW wurde uns Dark Luchasaurus präsentiert. Luchasaurus. Der Entrance hat unfassbar gewirkt für mich. Also, hier Luchasaurus, ich bin dabei. Also. Ja, also ich bin bei allem irgendwie nicht so dabei. Also ich finde das bisher wenig überzeugend, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich stehe damit gefühlt alleine. Ja. So, aber ich fand sowohl, wie gesagt, ist natürlich eine lustige Heel-Motivation, dass Christian sagt, ey, ich bin nicht hier, um Talente zu pushen, ich bin hier, um Geld zu verdienen. Und du hast mir damals die Chance genommen, viel Geld zu verdienen. Dann dachte ich mir, ach ja, warum nicht einfach mit dir Geld verdienen? Muss ich nicht mehr wresteln und du machst die Arbeit. Und ja, also ich fand diese Motivation, und jetzt muss ich wieder wresteln und das macht mich sauer. Das finde ich schon lustig. Auch wenn ich, wie gesagt, gedacht habe, dass sie in eine andere Richtung gehen. Aber wie sie das umsetzen, dass auch Tony Schiavone ihn dann fragt, ja, das ist schon ein bisschen petty, oder? Jetzt immer noch in so einer Battle Royale von vor über einem Jahr hinterher zu weinen. Und er sagt, ja, na klar ist das petty, aber ich will Geld verdienen. So, das finde ich alles sehr gut. Wie schnell er Luchasaurus dann überzeugt hat, fand ich dann wiederum sehr merkwürdig. Also, dass der ihn innerhalb von 3 Sekunden besänftigt hat. Und auch, dass dann in der Folgewoche ohne Erklärung bisher Dark Luchasaurus rauskam und auf seiner Seite steht. Und ich glaube, mit dem neuen Entrance und so weiter, nicht, dass sie jetzt bald kommen werden mit Haha, es war alles ein Trick, sondern sie machen jetzt halt die Christian hat großen Bodyguard-Sache da draus. Und ich hatte damit 2 Probleme, nämlich erstens, dass mich der Entrance sehr an Kane erinnert hat und alles, was mich im Moment an Kane erinnert, ist schlecht. Und dann kam er halt trotzdem mit dieser Maske raus und ja, die ist jetzt schwarz, aber trotzdem war er so, und hier ist der böse, zerstörerische Luchasaurus, und meine Reaktion war, okay, naja, wenn ihr meint,
Also ich finde, kaufe dem null eine bedrohliche Präsenz ab, weil es ist halt immer noch jemand, der Luchasaurus heißt. Was in einem Face-Team funktioniert gerade noch so. Ja. Aber nee, also ich habe fest mit Recht, dass wenn sie ihn turnen, sie ihm die Maske abnehmen oder irgendwas verändern und er nicht einfach nur der Luchasaurus in Schwarz ist. Ja, ja, und auch so generell, ich finde, was Christian macht, ist von der Promo und so her super, aber es ist sehr plump. Also so dieses, ja, ich soll mich entschuldigen. Ja, ich entschuldige mich, dass nicht nur dein Vater tot ist, sondern nicht deine ganze Familie. Das wäre besser. Außer deine Mutter. Ruf mich an. So, das ist so, ja, er macht es gut, aber es ist für mich so, ja, okay. Und auch das Shirt mit Worked Everyone ist ganz geckig, aber ja. Naja, ich weiß nicht. Irgendwie bisher finde ich's semi-überzeugend. Ich hoffe auch noch, dass eine Erklärung kommt, weswegen Luchasaurus jetzt an der Seite von Christian kämpft. Also die braucht es für mich halt auch zwingend. Also wenn beim nächsten Monatsrückblick noch keine Erklärung da ist, dann habe ich da auch eine andere Meinung drüber. Bisher finde ich es ganz cool und ich hoffe, es kommt noch eine Erklärung, weil das auch irgendwie so eine Neugier weckt, was da warum und keine Ahnung was. Nee. Ich meine, er hat ja, als er mit Luchasaurus gesprochen hat, hat er ja, meine ich, gesagt, so dieses Thema, ey, guck mal, was in letzter Zeit hier passiert, es werden Verträge nicht verlängert und so weiter, und was passiert denn, wenn Jungle Boy jetzt ein Solo-Star wird, was passiert da mit dir? Mhm. Oder ich bilde mir das ein, dass das in meinem Kopf meine Erklärung war, eins von beiden. Das wäre für mich eine logische Erklärung, dass er so sagt, ey, wenn euer Tag-Team jetzt zu Ende ist, was ist denn dann mit dir? Ja. Dann bist du der nächste Allen Angels, Stu Grayson und so weiter. So, und Christian ist sich ja nicht zu schade. Er ist ja der Einzige, der MJF bisher angesprochen hat. So. Er hat den Namen nicht gesagt, aber er hat ja gesagt so, ja, und der Grund, warum ich mehr verdiene als Leute, die hier Backstage Stress machen, ist, dass ich halt eine Legende bin. So. Ja. 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 Ich bin gespannt. Und ich glaube, der Pop, den Jungle Boy bekommen wird, wenn er zurückkommt, der wird halt auch enorm sein. Ja. Ich glaube, ein Match zwischen Luchasaurus und Jungle Boy wird wrestlerisch interessanter für mich als Jungle Boy gegen Christian. Aber ich finde die Fehde bisher ganz cool. Und ich fand Sauron Luchasaurus, Luchasaurin fand ich super. Ja. Also ich wäre geneigt, dem Ganzen trotzdem ein Top zu geben insgesamt. Weil, ja, Ladder-Match war gut, Young Bucks sind wieder Champions und das ist gut. Christian macht seine Sache ja sehr gut, es ist nur einfach nicht die Erklärung und das Character-Work, was ich gern gehabt hätte. Aber ich erkenne trotzdem neidlos an, dass das alles sehr gut gemacht ist. Dann will ich dafür meinen Top haben, diese Woche. Ja. So, das hast du ausgesucht, ne? Dann gehe ich jetzt einfach zu den anderen Tag-Team-Champions, nämlich zu FTR, die ja jetzt Triple-Champions sind mittlerweile. Verdient. Verdient. Was ich krass finde, ist trotzdem, dass es für mich so ist, diese drei Champion-Gürtel, die sie haben, fühlen sich für mich in Summe so wertvoll an wie die AEW-Tag-Team-Gürtel. Ja. So, ich hoffe... Sie sind ja auch noch. Also ich hoffe sehr, dass es darauf hinausläuft, dass wir bei All Out die Young Bucks gegen FTR bekommen und die dann vierfach Champions werden. Ja. So. Ihre armen Familien, die tun mir jetzt schon ein bisschen leid, so viel wie die reisen wahrscheinlich jetzt im Moment. ja, aber die waren, ja, nachdem sie bei Double or Nothing ja gar nicht waren, jetzt zum Glück wieder in eine kleine Fehde verstrickt, nämlich gegen das United Empire rund um Will Ospreay, der damit auch sein Debüt gegeben hat bei AEW. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich sehr großer Will Ospreay-Fan bin. Und mich hat dann auch gefreut, deine Reaktion auf seine Matches sozusagen oder sein Match bei Forbidden Door zu sehen, weil du ja gesagt hast, ja, es war jetzt im Prinzip das erste Mal, dass ich ihn wirklich gesehen habe. Und holy shit, ist dieser Mann gut. Und das, obwohl, glaube ich, viele sich ein anderes Will Ospreay-Match gewünscht hätten als gegen Orange Cassidy.
So. Denn das Ganze ging los, als Trent Barretta allein im Ring stand und von FTA eine Rückmatch-Chance gefordert hat, der Best Friends gegen FTA, weil beim letzten Mal ja Jeff Cobb und Great O'Khan in das Match eingegriffen haben, mit einem sensationellen Chokeslam, bei dem sich Trent Barretta selbst durch den Tisch schmeißen musste. Und ja, FTA kam raus, haben zugestimmt, haben gesagt, alles klar, hast du recht, machen wir. Und dann stand plötzlich Will Ospreay auf der Stage und Aussie Open haben angegriffen, die auch im United Empire sind, genau wie Jeff Cobb und Great O'Khan. Und man dachte dann, also ich war auch im ersten Mal so, okay, kriegen wir jetzt bei Forbidden Door echt mit Will Ospreay so ein Six-Man-Tag-Match einfach und das ist es? Ja, was wir dann ja auch bei Rampage direkt gesehen haben im Prinzip, nämlich Trent Barretta und FTA gegen United Empire. Und die haben damit ihr erstes Match bei AEW direkt erstmal verloren. Ja. 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 Und das Krasse war, für mich war es nicht, United Empire haben ihr erstes Match verloren, sondern für mich war es, ihr lasst Will Ospreay sein erstes Match bei AEW verlieren? Wirklich? Naja, er hat dann solo gegen Dex gewonnen in einem sensationellen Match. Mhm. Also, das ist aber auch, das ist so ein Ding, das ist wie gemacht. So, Dex, dieses Hard-Hitting, No-Flips in die Fresse und Will Ospreay, der jetzt nicht mehr der Spot-Monkey ist, der er früher war, aber immer noch viel lebt von seiner Agilität und ich taunte und ich springe von Seilen und so weiter. Also genau das, was Dex Harwood nervt an Gegnern. Und das war einfach super, super gut und das hat Will Ospreay dann gewonnen. Und dann kam Orange Cassidy wieder und es wurde klar, okay, wir bekommen die Tag-Team-Fehde von FTA gegen Roppongi Vice gegen United Empire und wir bekommen Will Ospreay gegen Cassidy. Und für mich war es so, bevor wir aufs Tag-Team-Match gleich nochmal kommen, diese Ankündigung kam, Will Ospreay gegen Cassidy und ich war, okay, ich hätte auch mit einem anderen Match gerechnet für ihn, aber das wird Match of the Night. Ohne Wenn und Aber wird das Match of the Night werden. Ja, soweit erstmal. Ja, wie du gesagt hast, für mich war das so das erste präsente Mitbekommen von Will Ospreay. Also ich glaube, ich hatte ihn schon bei hier Namen der größten New Japan Pro Wrestling Show einfügen. Wrestle Kingdom, dankeschön. Ich glaube, da hatte ich ihn schon gesehen in einem Match. Ich kann sein, irgendein Fatal 4-Way um den United States Titel oder sowas. Ich glaube, irgendwo habe ich ihn da schon mal gesehen. Also der Name hat mir auf jeden Fall was gesagt vorher. Aber es war halt nicht so, dass ich bisher ihn in einem wöchentlichen Format irgendwie gesehen habe oder auch Promos halten oder eine Fehde führen. Von daher war ich da ganz unbedarft, was das Ganze anging. Aber hat natürlich den ganzen Internet-Hype mitbekommen um den Wrestler und hatte auch andere Matches für ihn irgendwie erwartet. Aber ja, man unterschätzt, glaube ich, immer wieder, was für ein unfassbarer Draw und was für ein unfassbar guter Wrestler ja auch Orange Cassidy ist. Ja. Und wie dieses Gimmick, wo alle gesagt haben, das ist der Tod von Pro Wrestling, weil es halt irgendwie so völlig absurd ist, dass sie da irgendwie eine Nische gefunden haben, die seit 3 Jahren ja funktioniert. Was unfassbar beeindruckend ist für AEW und auch für Orange Cassidy, dass der Charakter sich eben nicht langweilig anfühlt oder irgendwie abgenutzt oder halt irgendwie an einen Punkt kommt, wo man sagt, es ist jetzt einfach doof, so wenn er zu langsam die Leiter hochklettert, weil er zu faul ist zum Klettern. So an die Szene kann ich mich erinnern. Und ja, das... Wie er auf der Leiter stand. Ja. Und ja, dieses Match gegen Will Ospreay war fantastisch gemacht, wie, also weil es halt auch so diese Gegensätze waren, die sie halt wunderbar bedient haben, wie sie damit gespielt haben, dass Will Ospreay am Anfang ihn nicht so ganz ernst nimmt, dann aber immer und immer genervter davon wird, dass dieser Typ ihn nicht ernst nimmt. Cooles Match, die Crowd war sowas von drin. Alles, was davor jetzt irgendwie war mit Aussie Open und FTA, ja, hätte es für mich jetzt nicht gebraucht. Ja. Es war halt eine gute Show. Also
für mich ist irgendwie auch mit Roppongi Vice, ich verstehe es nicht. Also ja, sie sind da. Ich weiß nicht, was aus den Best Friends geworden ist. Die sind jetzt ja wieder zusammen. Die sind ja, ja, genau. Also für mich hätte es auch gereicht, wenn man da irgendwie FTR gegen Okan und Cobb gestellt hätte. Ja. Und einfach da ein normales Tag-Team-Match draus gemacht hätte, so von wegen Winner Takes All. Für mich hätte es da Roppongi Vice nicht unbedingt gebraucht. Aber die Matches, die wir bekommen haben, also gerade das Ospreay-Match gegen Orange Cassidy war halt fantastisch. Alles davor würde man wahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr sich dran erinnern. Also war für mich, ich würde insgesamt ein Solala vergeben. Halt mit Ausklammerung der Matches so ein bisschen quasi. Ja. Über die wir dann bei Forbidden Door noch mal ein bisschen besser sprechen können. Ja, aber ja, war halt da. Wie irgendwie vieles im Aufbau zu Forbidden Door. So. Ja, dann bist du trotzdem, wieder dran. Trotzdem dazu noch, also FTR sind gerade auf dem Run ihres Lebens. Ich hoffe, dass sich keiner der beiden auch noch verletzt oder sich zu der Verletztenliste hinzugesellt. Ich finde es so unfassbar schön, Interviews von den beiden zu sehen, wie sie beide gefühlt nicht verstehen können, was da gerade passiert. Ja. Und so, ja, wie man bei Dax Harwood das Gefühl hat, jedes Mal, wenn er rauskommt und er hört Leute jubeln, dass er immer noch überrascht ist darüber. Ja, ich meine, das ist schon, also, was ich so krass finde, ist, dass die sich ja im Prinzip nicht verändert haben. Also, die wresteln jetzt ja, sie wresteln ein bisschen weniger Heel, so. Mhm. Aber sie haben ja ihren Stil nicht verändert und so weiter. Ja. Und ja, das einfach so dieses, hey, hier erkennt ein Millionenpublikum gerade an, dass wir eins der besten Tag-Teams auf der Welt sind, einfach. Ja. Ist ja einfach schön zu sehen. Und ja, also allein jetzt bei Forbidden Door, als sie rauskamen und da einfach die komplette linke Seite der Entrance-Ramp komplett mit 7-Star-FTR-Schildern voll war. Und ja, Dax Harwood auch da wieder einfach stehen bleibt und einfach lachen muss und lächeln muss darüber, was da gerade passiert. Ist halt schön zu sehen und absolut verdient. Also man weiß, wenn FTR in einem Ring steht, dann bekommt man ein fantastisches Wrestling-Match. Und vor allem, ich finde auch bei den beiden, sie reden ja auch sehr offen darüber, eben über Anxiety, über Depression, über irgendwie, ja, das Gefühl, nicht irgendwie gut genug zu sein, sozusagen, beide. Und ich finde das so, also ich höre beiden einfach auch schon bei Interviews so unfassbar gern zu, weil sie auch so offen und ehrlich wirken und das Gefühl wahrscheinlich, oder irgendwie beide das Gefühl mir geben, dass sie beide nicht verstehen, warum gerade irgendwie so ein Hype um sie entsteht und dass sie unfassbar stolz darauf sind. Und ich finde auch, dass wenn Dax Harwood sagt, dass er das für seine Tochter macht, kaufe ich ihm zu 100% ab. Und ich finde die Diskussion, die ja im Prinzip CM Punk losgetreten hat, finde ich durchaus berechtigt. Denn CM Punk hat nach dem Match von Dax Harwood gegen Adam Cole bei dem Turnier hat CM Punk getweetet von wegen Dax Harwood für mich bisher der Wrestler des Jahres. Und er hat unfassbar krasse Matches in diesem Jahr schon gezeigt. Es hat schon Sinn, warum viele der Topstars irgendwie so ein Singles-Match gegen ihn bekommen. Das Match gegen Cash Wheeler war für mich, ich fand es unfassbar cool. Ja. Da gab es ja viel Kritik von wegen, ja, es ist einfach nur irgendwie eine Kopie von Bret Hart gegen Owen Hart gewesen. Wo sie auch in einem Interview gesagt haben, von wegen, also ja, wir hatten ein, zwei Szenen, die wir da übernommen haben und die wir extra nochmal rausgesucht haben. Und der Rest, wenn das passiert ist, das liegt einfach daran, dass wir so große Bret Hart-Fans sind, dass wir die Matches so intus haben, dass es halt irgendwie dann mit reinrutscht. Ja. Also das ist die Vielzahl davon eigentlich gar nicht geplant war, sondern eigentlich nur die Victory Roll. Und ja, ich finde die beiden einfach so geerdet, so authentisch. Man gönnt ihnen den Erfolg. Und ich hoffe, ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders läuft, aber ich
freue mich darauf, sie auch noch mit den AEW-Titeln zu sehen. Ja. Dann einfach jetzt nochmal diese Fehde aufzunehmen, wieder gegen die Young Bucks, um die Titel, mit der Vorgeschichte, die sie haben, wird ein unfassbar cooles Match. Und dann FTA mit vier Gürteln zu sehen. Ha, das ist Ja. schön. Ja, und das 5-Sterne-Match nimmt man auch gerne mit. Ja, absolut. Ja, so, dann bist du wieder dran. Dann bin ich wieder dran. Die grenzen es langsam ein. Ja. Ja, komm, dann nehmen wir das hier, dann ist es endlich weg, weil ich immer darüber hinwegskippe. Dringen wir mal so ein bisschen in die ROH-Gefilde ein. Ja, so ist meine Reaktion im Moment auch noch. Ich hoffe, dass sich das ändert. Und eigentlich gibt es ja auch gar nicht viel mit ROH bei AEW zu erzählen. Was mich auch überrascht hat, nachdem verkündet wurde, dass ROH jetzt Tony Khan gehört. Aber gefühlt die eine, naja, es ist ja auch nicht mal eine Fehde, aber die eine Story, die wirklich erzählt wird bei Dynamite oder bei Rampage, ist die Story zwischen Samoa Joe und Jay Lethal und Satnam Singh. Beziehungsweise noch Sanjay Dutt, der da noch mit drin steht als Manager. Und da muss ich gestehen, ich habe gar nicht mitbekommen, ob Joe wirklich verletzt ist. Ich glaube, es In gibt Klammern dazu, wieder. ich glaube, es gibt dazu keine offizielle Stellungnahme, Okay. aber ich nehme es fast an und habe auch gemerkt, dass ich mich dann erstmals bei dem Gedanken ertappt habe, ja, okay, vielleicht ist er dann wirklich mittlerweile zu verletzungsanfällig, um aktiver Wrestler zu sein. Weil wenn man sich die letzten Jahre von ihm so anschaut, dann ist es eigentlich, ich bin wieder da, Verletzung, ich bin wieder da, Verletzung. Aber ja, da, ich glaube, also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich von Sean Rossap oder irgendwem eine Meldung dazu gesehen hätte. Von daher wissen wir es auch nicht. Vielleicht ist auch einfach irgendwas Privates oder so jetzt gerade. Wer weiß. Oder dass Samoa Joe halt wirklich irgendwie so einen ROH-Exclusive-Vertrag hat, was irgendwie auch seltsam wäre. Ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall ist er der ROH-Champion oder TV-Champion, besser Ja. gesagt. Ist aber nicht im TV zu sehen, ironischerweise. Und deswegen besteht die Fehde im Prinzip daraus, dass Jay Lethal jede Woche eine Promo hält, in der er sagt, jetzt aber wirklich sonst oder so. Ja. Und dann Sanjay Dutt nochmal dasselbe sagt und dann Satnam Singh sagt, genau. Und das ist im Prinzip die Fehde. Ja. Es steht ja demnächst die nächste ROH-Show an, glaube ich. Mitte Juni, ja. Mitte Juli, ja. Und es gibt ja Spekulationen, dass dann dort verkündet wird, dass es ein TV-Deal wohl gibt zwischen ROH und Warner, was unfassbar wertvoll wäre. Und dann, glaube ich, kann man da auch Stories erzählen. Denn generell alles, was irgendwie bei ROH ist oder mit ROH zu tun hat, ist nicht wirklich existent bei AEW. Also Wheeler Yuta ist zwar präsent bei AEW, aber dass er der Pure Champion ist, ist nicht wirklich da. Die Women's Championess, der Main Champion, die Tag Team Champions. Tag Team Champions, FTA, ja. Aber so alles, was irgendwie bei ROH ist, ist mehr oder weniger non-existent bei AEW. Tully Blanchard mit seinem Stable. Von daher, hoffentlich ändert sich das in ein paar Wochen mit der ROH-Show, aber bisher für mich irgendwie, ja, da und eigentlich eher ein, ach komm. Skippen wir drüber hinweg, von daher eher ein Flop für mich. Ja. Also ich sag mal so, es ist für mich so ein zweischneidiges Schwert, weil ich bin einerseits dankbar, dass man das sehr reduziert hat, weil in der Anfangsphase hatte ich das Gefühl, boah, jetzt hat man auch noch die ganzen ROH-Champions präsent und dann kommt New Japan jetzt noch dazu. Und. So, von daher bin ich eigentlich ganz dankbar, dass man das jetzt doch wieder recht klar aufs AEW-Produkt beschränkt hat. Aber nichtsdestotrotz hat man diese Fehde ja bei AEW sehr aktiv angefangen. Mit Brawls und so weiter und dem Debüt von Satnam Singh und so weiter. Und ja, und dann war Samoa Joe halt weg. Und
Ja, letztendlich will Jay Lethal jetzt den Pure-Title von Wheeler Yuta gewinnen, hat er angekündigt. Und hat gesagt, Joe soll den TV-Title abgeben, wenn er doch nicht antritt. Was eine berechtigte Einwand ist. Ja, und ich sag mal so, selbst wenn Joe jetzt irgendwie verletzt ist oder nicht wirklich präsent sein kann, kann man das, glaube ich, trotzdem irgendwie kreativer erzählen, das Ganze. Ja, und für mich ist halt so das eh schon geringe Interesse noch mehr zum Erliegen gekommen. Einfach in diesem Ding. Und ja, Satnam Singhs In-Ring-Debüt, er hatte ja bisher nur ein Match, wenn ich das richtig sehe. Mein Fazit war, ja, er ist beweglicher als Omos. Das. Ja. Ja, aber trotzdem ist das auch wieder so ein Wrestler, den ich nicht im Ring sehen möchte. Ja. Genau, ja. Und ich habe gerade mal, während du geredet hast, geschaut, Samoa Joe ist einem Filmprojekt involviert. Ah. Und deswegen wohl nicht da. Na gut. ja. Gut. Für mich ein Flop. Ich sag mal so, leider, leider für mich auch nah dran. Ich würde sagen, insgesamt ordne ich es wahrscheinlich bei solide ein, aber im Prinzip ist auch da nicht viel passiert. Bei Toni Storm gegen Thunder Rosa. Thunder Rosa versagt als Championess, finde ich völlig. Also ihr hat die Rolle der Jägerin deutlich besser gestanden als die der Championess, was glaube ich nicht unbedingt ihre Schuld ist. Man gibt ihr nur halt einfach nichts. So, also sie hat halt gute Matches und es gibt Run-ins und ja, jetzt hatte man im Juni sich damit beschäftigt, dass man dachte, ah, Bam, unser New Japan Pay-Per-View, so ganz ohne Frauen ist ja auch doof. Dann verkaufen wir doch Toni Storm einfach mal als ehemalige Stardom-Wrestlerin und dann haben wir das wieder. Und machen noch Toni Storm gehgen Thunder Rosa. Und die ganze Fehde bestand quasi daraus, dass Toni Storm noch gegen Jamie Hayter und Britt Baker zu Ende gekämpft hat. Mit Ruby Soho an ihrer Seite. Dann war Ruby Soho wieder weg. Dann hat sie Britt Baker noch einmal solo besiegt, nachdem sie gegen sie im Turnier verloren hat. Und danach haben Britt Baker und Jamie Hayter halt auf sie eingetreten. Thunder Rosa kam zum Safe. Toni Storm hatte den Gürtel. Es gab einen Stare-Down und da hat sie den Gürtel aber zurückgegeben. Und später gab es dann wieder ein Match mit derselben Situation. Toni Storm hatte wieder den Gürtel. Es gab einen Stare-Down und da hat sie den Gürtel aber zurückgegeben. Und dann gab es ein Match, was Toni Storm verloren hat. Und jetzt wären sie offenbar ein Team. Obwohl ich den Namen Thunderstorm schon gut finde. Thunderstorm ist, ja. Wie gesagt, ich mag Thunder Rosa sehr. Man muss aber ehrlicherweise auch gestehen, dass sie nicht die Stärkste am Mic ist. Was, glaube ich, dann Story erzählen auch nochmal ein bisschen schwieriger macht. Aber ja, man gibt ihr auch wenig. Also, ich glaube, es gibt bessere und kreativere Möglichkeiten, irgendwie über etwaige Schwächen hinweg zu kaschieren. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an diesem Woman-Spot, den AEW jetzt sich irgendwie eingerichtet hat. Von wegen nach 1,5 Stunden kriegen die Frauen eine Viertelstunde vorm Main Event. Ja, ich meine, vor einem Jahr haben wir noch gesagt, so, es liegt halt daran, dass es nicht genug wirklich Talente gibt oder wirklich Leute, die bereit sind. Aber mittlerweile haben wir ja genug Leute im AEW Women's Roster, die Fäden tragen können, die Geschichten erzählen können, die gute Matches haben können. Deswegen fehlt mir so ein bisschen irgendwie das Verständnis oder die Nachsicht irgendwie mit der Art, wie sie die Women booken. Denn ich glaube, da kann man, Entschuldigung, ich glaube, da kann man deutlich mehr erzählen, als sie es machen. Und ja, Thunder Rosa fühlt sich mit dem Titel nicht mal ansatzweise so groß an, wie es Britt Baker zum Beispiel getan hat. Was halt sehr schade ist, finde ich. Denn gerade mit der mexikanischen Herkunft, mit den Kostümen, die sie bei jedem Pay-Per-View trägt, mit der Maske, glaube ich, oder mit dem Make-up, könnte man sehr viel coole Dinge erzählen, sehr viele coole Bilder, Momente erschaffen. Aber irgendwie
dümpelt es halt so ein bisschen vor sich hin. Und auch die Fehde war jetzt, ja, es war ja nicht mal wirklich eine Fehde. Es war ein, ich habe den Titel und gucke ihn an und dann gucke ich dich an und dann haben wir ein Match. Ja. Von daher leider belanglos. Und ja, also dazu noch, Tony Khan hatte ja zumindest erzählt bei dem Media Call nach Forbidden Door, dass er probiert hatte, Stardom-Wrestlerin hinzuzubekommen, dass aber bei allen irgendwie entweder schon ein Booking vorhanden war oder dass es halt Visa-Probleme gab und sie sich dann dafür entschieden haben, eben mit Toni Storm das einzugehen, weil sie halt auch in Stardom gewrestelt hatte. Also dass es wohl Überlegungen gab, auch eine japanische Wrestlerin da hinzuholen. Aber ja, nichtsdestotrotz, alles ein bisschen dümpelig in der Women's Division um den Ja. Titel herum. Ja, und ich meine, so das, was sie jetzt gerade bei Jade Cargill und den Baddies und Chris Statlander und Athena und so machen, ja, ne, ich weiß, viele sagen, AEW hat zu viele Factions, so. Ich persönlich sehe das und ich muss zugeben, den Gedankengang hat Tempest von WrestleTalk angeregt bei mir. Sehe es mittlerweile auch so, aber eigentlich sind doch Factions eine super Möglichkeit, um mehr Leute ins TV zu bekommen und relativ simpel Storylines zu erzählen. Und ich habe hier auch schon gedacht, ja, warum macht doch da Ruby Soho doch dazu zu den beiden? Und die müssen ja gar nicht jetzt irgendwie immer nur in Tag Team Matches sein, aber alleine, wenn die irgendwie miteinander zu tun haben, dann hat man gleich die Möglichkeit, da mehr Leute irgendwie unterzubringen und die TV-Zeit zu nutzen. Und bei Ruby Soho haben wir halt den Vorteil, dass die bei AEW auch schon bewiesen hat gegen Britt Baker, dass sie Promos halten kann, was etwas ist, was sowohl Thunder Rosa als auch Toni Storm fehlt. Und ja, ich sag mal so, ich freue mich, dass Toni Storm nicht auch debütiert und dann direkt versackt ist, aber habe ein bisschen die Angst, dass das jetzt passieren könnte. Mal sehen. Ja, und ich muss dazu sagen, dass ich finde die Darstellung von Marina Shafir sehr lustig, weil sie ja wohl bei Dark und Dark Elevation super dominant ist und alles gewinnt. Das Problem ist nur halt, immer wenn sie im Fernsehen auftaucht, verliert sie. Immer. Ausnahmslos. Das heißt, alles, was ich von Marina Shafir bisher gesehen habe, sind Niederlagen. Und das, also das hat Tony Khan irgendwie immer noch nicht begriffen, dass Siege bei Dark und Dark Elevation nicht dazu beitragen, dass man die als credible Contender wahrnimmt. Ja, das wollte ich nur mal kurz anmerken. Ich hab auch bisher keine einzige Show von Dark und Elevation gesehen. Eben, ja. Also sie sagen immer so, oh, the problem, Marina Shafir, die ist so dominant. Ich so, naja, ich habe sie jetzt dreimal im Fernsehen gesehen und dreimal hat sie verloren. Naja, gut. War für mich ein so lala. Ja. So, du bist dran. Ich bin dran. Vier Punkte haben wir, glaube ich, noch. Dann, genau, ich finde, das Claudio-Debüt können wir beim Pay-Per-View eigentlich auch da besprechen. Das muss jetzt irgendwie kein Extrapunkt sein. Ja, würde ich aber trotzdem Deswegen, aus Prinzip schon mal einen Topf vergeben. absolut, Claudio ist immer ein Top. Gut. Deswegen würde ich den Punkt darunter nehmen, Ja. als eins. Ja, als eine Feder, die mich mehr entertained hat, als sie es, glaube ich, irgendwie die Berechtigung hatte, es zu tun. Denn The Acclaimed und die Ass Boys zusammen waren für mich pures Comedy-Gold in der letzten Woche. Und ich habe jedes Segment mit denen geschaut. Egal, wie wenig Zeit ich manchmal hatte für eine Wochenkarte. Aber Ja. irgendwie, das musste ich mir mal anschauen, weil jetzt, ja, die Raps. Am Entrance, die sind halt immer unterhaltsam, oder in 90% der Fälle, sagen wir es so. Und wie unfassbar charismatisch und harmonisch The Acclaimed und die Ass Boys zusammenpassen, hätte ich niemals erwartet. Ich Ja. dachte, es ist so ein, ja, okay, man parkt die jetzt alle, es ist irgendwo Untercard, so. Aber nee, ich fand alles super in dieser Fehde. Und im Prinzip ging es ja darum, dass ja, die vier sich zusammengetan haben und dann
quasi die Liebe von Daddy Ass sich so langsam gedreht hat von den Ass Boys hin zu The Acclaimed. Und wir hatten jetzt auch bei Forbidden Door, oder war der Split? Nee, der Split war danach. Bei Forbidden Door war noch, dass sie rauskamen zu viert und dann nach ihrem Entrance Danhausen eine Ablenkung eingespielt hat und die Ass Boys Backstage gerannt sind. Woraufhin zu meiner großen Überraschung Max Caster und Billy Gunn das Match trotzdem 2 gegen 4 gewonnen haben. Ja. Wo ich schon so dachte, oh Gott, ich hoffe, New Japan gewinnt heute noch ein bisschen was hier. Ja. Ja, und dann gab es halt ein Match der Ass Boys und Max Caster gegen Danhausen und FTR. Danhausen. Er macht so wenig, aber es erfreut mich einfach immer wieder, wie er da stand und so, ja, ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der ganz gut wrestlen kann. So, ja. Und dann kam einfach FTR raus. Auch wenn mich überrascht, dass es Hookhausen scheinbar jetzt schon wieder nicht mehr gibt. Ja. Und ja, da in diesem Match wurde offenbart, dass Anthony Bowens wieder laufen kann. Der dann eingreifen wollte mit seiner Gehhilfe, aber stattdessen einen der Ass-Boys getroffen hat. Und danach gab es Streit zwischen den beiden Jungteams und Billy Gunn hat nicht die Acclaimed weggeschubst, sondern seine eigenen Söhne und hat sich auf die Seite von die Acclaimed gestellt. Und jetzt auch Max Caster bei der Total Rampage oder wie es hieß, Battle Royale, Max Caster zum Ring begleitet und die Ass-Boys sind erstmal weg. Ja. Was glaube ich, also die Acclaimed sind für mich größere Talente als die Ass-Boys. Ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt schon passiert, der Split, denn ich glaube, man hätte da noch einige Wochen sehr viel Unterhaltsames erzählen können. Und trotzdem hoffe ich, dass es bei der Fehde darauf hinausläuft, dass alle davon profitieren, also auch die Ass-Boys, die auch unterhaltsam sind. Also das, ja, für mich waren die irgendwie vor ein paar Monaten noch so, ja, irgendwie die Ass, der Ass-Club. Interessiert niemanden und dass sie monatelang unbesiegt waren, ja gut, ist mir auch egal. Aber nee, mittlerweile haben auch die für mich irgendwie, haben ihre Daseinsberechtigung, sagen wir es so. Und sie haben einen Unterhaltungsfaktor. Und ich bin gespannt, was sie jetzt mit dieser Feder erzählen. Aber für mich, The Acclaimed, charismatisch, weit drüber. Ja. Ja, und es ist halt so faszinierend, dass beim Entrance ja eigentlich immer dasselbe gemacht wird. Max Caster rappt, dann sagen Austin und Colton die falsche Stadt und dann sagt Anthony Bowens die richtige Stadt und dann Scissor Me Daddy Ass. Und trotzdem freue ich mich einfach jedes Mal wieder. Und alleine zu lesen, wie oft auf Twitter oder auch bei WrestleTalk in den Ultra-Chats so geschrieben wird, mein Highlight des gestrigen Abends war, dass mich random Leute im Publikum gescissert haben. das ist halt fantastisch. Ja, und Max Caster ist, ja, ihre neue Tagline ist ja Everybody Loves the Acclaimed. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile sehr treffend so. Ja. Und ich mag Max Caster auch noch ein bisschen mehr, seit er sich zur Aufgabe gemacht hat, in seinen Raps regelmäßig sich für schärfere Waffengesetze und so weiter auszusprechen. Zum Beispiel hat er in einem der letzten, hat er ja gesagt, the only two guns that should be legal are Austin and Colton. So, und das finde ich sehr sympathisch, dass er das macht, obwohl man beim Publikum, je nachdem wo sie sind, schon merkt, dass die Reaktion darauf nicht immer so positiv ist, aber ich finde das sehr befürwortenswert und mir macht das Ganze auch viel Freude. Absolut. Und wenn ich mich noch daran erinnern könnte, Max Caster hat in irgendeinem Rap auch was gegen Kane gesagt, was dann eben auch in Richtung Waffengesetze ging, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja. Ich aber, ja. Aber für mich auch ein Top jedenfalls. Absolut, ja. Ja, ja, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, zur IWGP-Titelfehde. Ja, die auch so ein bisschen ungünstig gelaufen ist insgesamt, würde ich behaupten. Weil der Aufbau ein bisschen merkwürdig war und dann leider auch im Match was schiefgegangen ist. Denn alle Beteiligten an diesem Match sind natürlich absolute Stars.
Es ging los damit, dass Hangman Page David Finlay besiegt hat, anstatt in der Battle Royale, um den Number One Contender drin zu sein. Warum auch immer. Es war halt so, dass das Match schon gebookt war und erst danach die Battle Royale und ja, dann... Naja, er hat es in seiner Promo auch aufgegriffen und hat gesagt, naja, da ich ja so schnell wohl nicht mehr um den AEW-Titel antrete, ist mir bewusst geworden, es gibt ja auch noch andere schöne Titel auf dieser Welt. Und ich dachte in dem Moment erstmal so, okay, du kriegst keine Chance demnächst, weil... So, also es wäre schön, wenn da in irgendeiner Form... ein Kontext da gewesen wäre. Auch wieder Wasser auf die Mühlen von MJF, dass Tony Khan offensichtlich hier irgendwie Leute benachteiligt. Naja, und da hat er gesagt, deswegen möchte ich gegen Okada um den IWGP-Titel antreten. Das hat Adam Cole aber anders gesehen. Er hat gesagt, nein, nein, das mach wenn, dann ich. Du bist das nicht wert. So. Und beim New Japan Pay-Per-View hat dann aber überraschend Jay White den Gürtel gewonnen von Okada und hat danach eine sensationelle Promo gehalten, die es auf Twitter zu sehen gibt, wo er seinen Catalyst of Professional Wrestling nochmal erklärt hat und gesagt hat, ey, wenn ich damals Kenny Omega nicht besiegt hätte um den US-Gürtel, dann wäre er vielleicht niemals gegangen von New Japan. Dann hätte er sich vielleicht niemals mit den Young Bucks zusammengetan, um ihren Fame zu benutzen, um AEW aufzubauen. Fand ich auch sehr schön. Und dann würdet ihr sie alle nicht bekommen, eure liebsten Stars im Fernsehen. Also es war alles ich. Ich bin der Katalyst von Professional Wrestling. Fand ich sehr schön. Und ja, dann ist er bei AEW aufgetaucht und Adam Cole ist natürlich davon ausgegangen, dass Jay White ihm die Chance geben wird, um den Gürtel anzutreten, als Bullet Club Buddies. Und hat ihn dann auch angefeuert, als er Hangman niedergeschlagen hat und so weiter. Und bei seiner Promo, Adam Cole kann das einfach wieder darstellen, wie so ein Honigkuchenpferd. Ja, Jay White, super! Und dann so, übrigens, Hangman, du kriegst die Chance nicht und Adam Cole, du leider auch nicht. Und dann ist was, wieso? Ja. Bis hierhin fand ich das alles noch super und Jay White hat dann auch noch gesagt, dass Okada nicht bei Forbidden Door sein wird und ich habe es in dem Moment abgekauft. Ich dachte, es wäre wirklich so ein Erwartungshaltung senken, übrigens Okada wird nicht da sein. Und in der Woche vor Forbidden Door kam Okada dann zurück. Es gab ein Brawl der vier mit einem schönen Moment, wo Adam Cole den Gürtel hatte und hinter Jay White stand. Und als er sich umgedreht hat, so, ja, halt Hangman Page fest, ich will die meine überziehen. So. Gut. Und danach, und Jay White hat extra noch gesagt, nein, ich gebe keinem von euch die Chance, ich bin der Champ, ich entscheide. Und dann gab es diesen Brawl und danach wurde dann so beiläufig mit einer Grafik gesagt, ach ja, Tony Khan hat das Four-Way festgelegt. Und ich so, erstmal, warum legt Tony Khan das Match fest? Um den IWGP-Gürtel? Und wieso hat Jay White jetzt plötzlich kein Mitspracherecht mehr? Ja. Also der Aufbau war komisch. Ja, also es wirkte so ein bisschen so, wie es war bis zum Ende nicht klar, ob Okada wirklich da sein wird. Und deswegen hatte man vielleicht ein anderes Match für Jay White geplant. Vielleicht Tetsuya Naito, keine Ahnung. Und als dann klar war, dass Okada ist, ja, also, wie gesagt, bis zu dem Punkt, als Jay White sagt, es wird weder Hangman Page noch Adam Cole sein, war ich auch voll drin. Und danach wurde es unrund. Auch wenn ich mich total gefreut habe und einen kleinen Markout hatte, als Okada auf einmal bei AEW aufgetaucht ist. Aber ja, es, wie du gesagt hast, es gibt Logiklöcher in dieser Story. Dass allein, dass Tony Khan halt festlegt, wer um den IWGP-Titel antritt. Ich weiß nicht, ob irgendwie bei New Japan, ob es da dann Dinge gibt, die es besser erklären, die man halt nicht sieht, wenn man AEW nicht sieht oder sowas. Aber ja, für mich war es auch unrund, wobei es halt vier der besten Wrestler sind, die da um den Titel gekämpft haben. Ja. Von daher... ist es schon ein schönes Match, was sie da gebookt haben. Ja. Und ich muss ja sagen, ich bin ja persönlich nicht der allergrößte Okada-Fan, weil ich seine Matches quasi immer zu lang finde und die Aufbauphase mir viel zu lange geht und das dann um in den letzten 10 Minuten eines 40-Minuten-Matches dann mal gutes Wrestling zu sehen.
Aber was man halt nicht absprechen kann, ist, dass der Mann einfach eine Aura hat und ein Star ist. So, weil sowohl als er aufgetaucht ist und der Coin Drop zu hören war, das Publikum ausgerastet ist schon. Aber auch beim Match, das fand ich so beeindruckend, wie Okada da stand, bevor es losging in der Ringecke, einfach nur ins Publikum guckt und die fangen an zu jubeln und zu jubeln. Und dann macht er nur so, so ganz so. So, und die werden lauter und lauter und lauter. Und eigentlich, bevor das Match losging, war die Stimmung schon komplett am Brodeln. Naja, das kann halt nicht jeder. So, das kann man ihm halt ohne Wenn und Aber nicht absprechen. Ja, und ich glaube, das kann man auch jetzt schon kurz thematisieren. Das Match an sich war dann sehr schön, bis es halt entweder vorzeitig beendet wurde oder zumindest nicht so, wie es geplant war. Weil Adam Cole sich leider eine Verletzung zugezogen hat, wohl eine Gehirnerschütterung. Und ja, es gab irgendwie so zwei, drei Spots, wo er dem Rainmaker ausgewichen ist. Und ich bin recht sicher, dass der Letzte ihn halt treffen sollte. Eigentlich. Und dann Jay White reinkommt, Okada rausrollt und den Pin abstaubt gegen Cole. Ja, nur ist halt Adam Cole auch beim letzten Rainmaker quasi so halb zusammengesackt und wurde nicht getroffen vom Move. Und man hat dann offenbar entschieden, okay, ich pin ihn jetzt trotzdem, weil Adam Cole ist ganz offensichtlich verletzt. Und ja, dadurch hat das Match so einen sehr komischen, abrupten Abschluss bekommen am Ende. War bis dahin aber auch super unterhaltsam. Ja, also es wirkte halt sehr unrund und ich glaube, das ist leider auch das, was bei dem Match in Erinnerung bleiben wird, das unrunde Finish, was sehr schade ist. Aber wie du es gesagt hast, also Omega Okada so hat einfach eine unfassbare Aura. Also es ist krass und gerade auch mit der Sprachbarriere ist ja, glaube ich, nochmal schwieriger irgendwie, das bei anderen Fangruppen, die ja die amerikanische und die japanische definitiv sind, trotzdem irgendwie zu transportieren. Und es war ein cooles Match, es ist sehr schade. Ich hoffe, Adam Cole geht es schnell wieder besser. Und es passt ja halt trotzdem zu Jay White, die Art und Weise, wie er gewonnen hat. Und also wäre es jetzt irgendwie ein Face gewesen oder sowas, wäre es, glaube ich, irgendwie nochmal seltsamer gewesen. So passt es zu dem Charakter, den Jay White spielt. Und man kann das ja auch später dann wieder aufgreifen, dass halt Jay White ausgerechnet dann Cole gepinnt hat, dass Hangman Page nicht gepinnt wurde, zum Beispiel, dass Okada nicht gepinnt wurde. Von daher kann man ja dafür irgendwie Zukünftiges vielleicht wieder was aufbauen. Und dann hoffentlich ohne Verletzung das Ganze nochmal irgendwie aufgreifen. Und Jay White ist sehr, sehr großartig. Also immer, wenn ich diesen Mann reden höre, freue ich mich. Er hat auch wrestlerisch, finde ich, sehr seinen Stil gefunden, weil auch da hatte ich immer das Problem, dass er sehr so ein Randy Orton-Heel war bei New Japan, von dem, was ich gesehen habe. Also dieses ganze Langsame und Methodische und ich so, ach, ich verstehe, was du da machst, aber es ist sehr langweilig. So, und es ist jetzt auch alles sehr viel flotter geworden. Der Mann ist auch noch nicht mal 30. Also der hat schon noch ein bisschen Zeit vor sich. Und ich muss es ganz kurz erwähnen, aber ich fand es so super, wie er allein beim Media Scrum sich 6 Minuten zur Aufgabe gemacht hat, sich darüber aufzuregen, dass sein Gürtel nicht für ihn hingestellt wurde. Und Tony Khan so, ja, Entschuldigung, beim nächsten Mal achten wir drauf. Also nein, ich weiß, du meinst es nur gut, aber irgendwer muss doch hier kompetent sein. Und es sind so viele Details. Allein, dass er halt konsequent nicht Kazuchika Okada sagt, sondern Kazuchika Okada. Chica, So, ja. und ihn halt bewusst falsch ausspricht. Es ist, ach, ich mag den sehr gerne. Absolut. Also generell bei AEW diese Idee, was auch bei UFC und sowas üblich ist, diese Media Scrums, also diese Interviewrunden nach dem Pay-Per-View, finde ich, sind absolutes Gold wert. Also ich schaue mir 2 Stunden Interviewrunden bei AEW teilweise lieber an als manche Pay-Per-Views oder Weeklies. Weil die einfach, ja, unfassbar unterhaltsam sind. Was sagst du zu Tony Khans Skandal, dass er seine Mitarbeiter umarmt? Geht gar nicht, oder? Absolut. Also, nee. Ich meine, ich gebe ganz offen zu, ich habe dieses Bild gesehen, wie er Claudio umarmt und war auch so, okay, das ist schon ein bisschen weird. So, aber das war dann so auch das Maximum, so, weil er richtig so, ach, so wie so ein Kuscheltier, so, ach, super. Ein Wrestler, der nicht verletzt ist. So, ja, und ich war halt so, ja, gut, aber es ist halt ein Wrestling-begeisterter Typ, der sich freut, dass er ihn jetzt in seinen Reihen hat. Ja. So, weißt du, und da denke ich so, da wird teilweise so ein Skandal rausgemacht in der Wrestling-Internet-Community, während Vince McMahon teilweise verteidigt wird.
für das, was er so getan hat. Aber gut, sei es drum. Scheinbar naja. Getan hat. Einfach nur um rechtlich scheinbar getan hat. Ja. So, dann haben wir jetzt hier in der regulären Liste noch eine Sache. Ja. Vor Forbidden Door. Und zwar, dass CM Punks Titelregentschaft nicht so verlaufen ist, wie man sich den dritten Summer of Punk wohl vorgestellt hat. Denn er hat den Gürtel gewonnen bei Double or Nothing. Und das hat sich auch richtig angefühlt, wie ich finde. Mhm. Und ja, dann ist er in der Woche danach rausgekommen, hatte ein Match mit FTA gemeinsam, ist auch beim Entrance schon wieder ins Publikum gesprungen und mit dem Bein voll aufs Guardrail drauf gesprungen. Mhm. Ich vermute immer noch, dass das seinen Teil beigetragen haben wird zu dem Ganzen. Und er ist aber auch im Match selbst dann auch abgerutscht und ungünstig gefallen. Und naja, hat dann aber ganz normales Match zu Ende gewrestelt und hat noch gesagt, ey, ich bin nicht perfekt, aber dafür ist ja der AEW-Gürtel auch da, um zu wachsen. Und ich war so, naja, naja, gut. Aber er möchte jetzt seinen Gegner für Forbidden Door jedenfalls wissen. Und dann kam Hiroshi Tanahashi raus. Und alle haben sich gefreut, yes, CM Punk gegen Tanahashi, super. Und naja, bei Rampage hat CM Punk angekündigt, dass er verletzt ist. Mhm. Und er wollte seinen Gürtel eigentlich abgeben, hat er gesagt. Aber Tony Khan hat darauf bestanden, dass er den Gürtel behält. Und dann hat CM Punk erstmal gar nichts verkündet im Prinzip. Und dann wurde es komisch, weil dann Jericho irgendwie gesagt hat, dass CM Punk den Gürtel doch abgibt. Ach nein, doch nicht. Moxley kämpft gegen den Sieger von der Battle Royale und der ist dann der Interim Champ. Ach nein, doch nicht. Der Sieger trifft dann auf Tanahashi und alle saßen, glaube ich, da nach Rampage und Dynamite und waren so, wer tritt jetzt gegen wen an? Warum? Was passiert? Und selbst in ihrer Klarstellung, selbst Sean Ross Sapp saß da und war so, ich habe selbst die Klarstellung nicht verstanden von dem, was sie da gesagt haben. Letztendlich war es so, Battle Royale, Sieger Kyle O'Reilly trat an gegen Jon Moxley, den Number One Contender. Der Sieger davon war Moxley und der hat gegen Tanahashi jetzt bei Forbidden Door um den Interim Championship gekämpft. Das hätte man einfacher haben können. Ja. Ich finde auch, also ja, den Umweg über die Battle Royale hätte es nicht gebraucht. Kyle O'Reilly als Sieger hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht, obwohl es ja so aussah, als würde AEW da gerade einen Push vorbereiten. Ja. Denn Kyle O'Reilly hat ja ein paar Siege gesammelt und hat sich natürlich auch jetzt verletzt. Ja, hätte dieses Hin und Her nicht gebraucht. Man hätte doch einfach sagen können, der Number One Contender, Jon Moxley, kämpft gegen Tanahashi um den Interims AEW Championship. Denn so wirkt es halt auch seltsam, dass der Face Jon Moxley, der ja so auf Kämpfen aus ist, dann gegen jemanden kämpft, der schon in dem Match war. Ja, weiß ich nicht. Hätte es nicht gebraucht. Und für mich, also dann beim Pay-Per-View das Match gegen, oder Tanahashi gegen Jon Moxley, erstaunlicherweise, mich hat es irgendwie so null gecatcht. Also ich weiß noch, wie ich da saß und ich glaube, dich angeschrieben habe, so von wegen, muss ich das Match gucken? Ist es gut? Weil es irgendwie für mich, ja, nicht gezogen hat. So, ich kenne halt auch Tanahashi, so, ja, klar, der Name sagt mir was, aber ich verfolge kein New Japan. Von daher weiß ich auch nicht, was ich verpasse, quasi. Und ich muss auch ehrlich sagen, Moxley braucht es, oder in der Position, in der Moxley gerade ist, braucht es ihn für mich nicht im Titelgeschehen. Ja. Und für mich, also ich war mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass sie Tanahashi den Interims-Gürtel geben und die Zeit, die Punk verletzt ist, überbrücken ohne Champion. Weil man dann eben auch nicht so von dem, okay, Moxley ist jetzt ja schon irgendwie zweifacher Champion, aber ja, auch nicht. So, deswegen dachte ich, dass man Tanahashi den Gürtel geben wird. War nicht der Fall. Und jetzt, ja, haben wir Moxley als quasi Champion.
Gut, ich bin mir auch noch nicht sicher, was ich von diesem Interims-Championship halte. Irgendwie bin ich noch nicht überzeugt von dem Konzept. Ja. Ich auch nicht, und ich glaube, das war tatsächlich mein Hauptproblem. Also ich glaube, mit Moxley jetzt einfach als Two-Time-Champion hätte ich nicht so das Problem. So, weil er ist halt ein Star, die wissen, er funktioniert als Champion. Er hat es sich auch irgendwie verdient, weil sein kompletter Run halt in der Pandemie-Ära war. Ich hätte es, glaube ich, auch interessanter gefunden, wenn man jetzt entweder bei irgendwem anders den Trigger mal gedrückt hätte, einfach, oder gesagt hätte, man gibt ihm Tanahashi, wobei ich halt nicht weiß, da haben wir halt wieder das alte Problem, dass Tanahashi halt für sich selbst nicht wirklich Promos halten kann im amerikanischen Fernsehen, was für mich als World Champ immer so ein bisschen problematisch ist. Aber ich finde dieses Interim-Champion-Konzept so dumm. So, das wäre für mich so ein Fall, ja, CM Punk hat sich leider verletzt, doof gelaufen. Wenn er wieder da ist, bekommt er gleich als erstes eine Chance, diesen Gürtel zurückzuerkämpfen, aber er gibt ihn jetzt ab und es wird ein World Champion gekrönt. Also so dieses, ja, Punk ist Champ, aber Moxley irgendwie auch und so, also ich fand das beim TNT-Gürtel schon dumm, dieses Konzept. Immerhin sind es diesmal nicht nur 2 Wochen, die Cody ausfällt und deswegen muss ein Interim-Champion gekrönt werden. aber ja, ich glaube, dieses ganze Hin und Her hat man einfach gesagt, gut, Mox ist Number One Contender, Tanahashi war schon festgelegt, das ist das Match fertig. Das wäre für mich, glaube ich, tausendmal besser gewesen als diese 5 Umwege, um zu demselben Match zu kommen, was man ja schon hatte. Und ja, also Mox ist jetzt AEW Champ, aber es fühlt sich irgendwie nicht so an. Und mein großes Problem damit ist, dass der Fokus vom Blackpool Combat Club irgendwie gerade so weggeht. Punkt. Ja, absolut. Dazu dann wahrscheinlich nochmal beitragen, dass Bryan Danielson ja momentan eben auch verletzt ist, so, was dem Blackpool Combat Club auch nicht beiträgt. Claudio, der wahrscheinlich erstmal eine Fehde geht, die jetzt nicht direkt auf den Combat Club bezogen ist. Von daher, ja, es nimmt so ein bisschen Fokus von dieser Gruppe, die eigentlich sehr cool war und sehr funktioniert hat in dem, was sie ist. Ja. Moxley, der irgendwie Champion ist, aber es sich irgendwie nicht so anfühlt. Ja, alles nicht so rund, leider. Ja. Ja, und er hat jetzt seine erste Titelverteidigung gegen Brody King, der Ja. die Royal Rampage gewonnen hat. Ist natürlich so ein Match, ja, Brody King gewinnt das halt nie im Leben, so. Wird aber, glaube ich, ein Match nach Moxleys Geschmack. Wir hauen uns einfach in die Fresse und freuen uns darüber. Brody King, muss ich sagen, ich mag den von seiner ganzen Präsenz und so weiter her, aber ich kann nicht umhin, dass ich finde, dass alles, was er tut, unsauber aussieht. Das ist Okay. wahrscheinlich nicht so. Das liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass er diesen Bulldozer-Stil hat. Aber auch bei der Royal Rampage dachte ich bei allem, was er getan hat, so, nee, das sah nicht aus, als ob es so hätte treffen sollen, wie es getroffen hat. Aber Okay. das Finish war geil. Das Finish war richtig geil. Generell würde ich gerne noch über das Match kurz mit dir reden, also Ja. die Rampage, Royal Rampage, so rum. Denn wir hatten ja schon öfter über die Casino Battle Royale geredet, die ihre Probleme hat. Und ich finde, mit dem Konzept des Royal Rampage hat man was gefunden, was Potenzial hat, meiner Meinung nach. Man kann da noch sicherlich einiges an Feinschliff machen mit irgendwie, wie hält man beide Ringe gleichzeitig im Fokus, wie kann man nichts verpassen, was im Ring passiert und trotzdem die Entrances besser timen und sowas. Aber ich glaube, das ist ein besseres Konzept und ein Konzept mehr Potenzial, als die Casino Battle Royale hatte. Ja, stimme ich zu, und es war auf jeden Fall das interessantere Blue versus Red, als wir es bei der Survivor Series zu sehen bekommen. Ja. Und ich glaube, damit kann man auch coole Geschichten erzählen. Also, dass Teams oder dass ja, Tag-Teams in unterschiedlichen Rings sind oder eben nicht, dass vielleicht irgendwie was passiert, wenn einer aus dem blauen Ring sich einfach in den roten Ring reinmogelt und dort Leute rauswirft oder sowas. Also ich glaube, man hat da viel Geschichten, die man erzählen könnte. Und ja, was du angesprochen hast, das Match-Finish fand ich unfassbar cool.
Also ich hätte Brody King hatte ich nicht auf der Liste der Leute, die gewinnen können. Aber dieses Finish, wie er Darby Allin in einem Sleeper Hold hat, auf dem Apron, ihn dann hochhebt und quasi ihn aufgehangen über den oder vom Apron runterhält und ihn dann einfach fallen lässt. Das war stark. Also das sah richtig cool aus. Mir ging es bisher nicht so, dass ich dachte, dass die Aktionen von ihm unsauber aussehen. Und ja, ich bin ganz bei dir. Also Brody King wird das nächste Woche nicht gewinnen. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass es jetzt eine Fehde zwischen Moxley und Aleister Black geben wird. Was ein cooles Match werden wird. Und generell Combat Club gegen House of Black, glaube ich, hat ein richtig gutes Potenzial. Freue ich mich sehr drauf. Und ja, ist einfach cool für Brody King. Brody Lee hätte ich fast gesagt. Für Brody King, ja, einen Vertrauensbeweis zu bekommen, sich beweisen zu können, ein großes Single-Match zu haben. Und halt, ja, überraschend für die Zuschauer wahrscheinlich, denn ich glaube nicht, dass irgendjemand bei den Leuten, die da drin waren, gesagt hat, Brody King ist derjenige, der gewinnen wird. Von daher, ja, für so eine Weekly voll cool. Ja, und wie du auch schon sagst, wollte ich auch noch erwähnen, dass das Problem, dass der Blackpool Combat Club so aus dem Fokus raus ist, relativ schnell wieder behoben sein könnte. Mhm. Wenn jetzt quasi es nicht nur Moxley gegen Malakai Black wird am Ende, sondern halt House of Black gegen Blackpool Combat Club. Und ich habe Aleister Black gesagt. Ja. habe ich aber, als ich aufgeschrieben habe, habe ich auch erst Aleister geschrieben. Das ist. Ja. Malakai. Ja. Und ansonsten habe ich jetzt hier noch so kleine Punkte, die ich erwähnen wollte, die ich aber jetzt nirgendwo einordnen würde, weil sie einfach zu klein waren, um da was zu sagen. Und zwar sind Andrade und Rouge jetzt offiziell ein Team, Stable, wie auch immer, mit einem Namen, den ich nicht aussprechen kann. Rouge hat Andrade gegen Rey Fénix in einem sensationellen Match geholfen zum Sieg und hat danach ihm nicht die Jacke, sondern die Maske, soll das heißen, runtergerissen, weil Jacke kam, weil er seine eigene Jacke nicht ausbekommen hat, was ich sehr lustig fand. Dass er dann irgendwie mit der Jacke am Arm versuchen musste, Rey Fénix die Maske abzuziehen. Aber es hat ja geklappt. Aber es hätte ein souveräneres Debüt sein können. Ja. Also generell irgendwie alles um Andrade herum bei AEW fühlt sich nicht rund an. Was an Politik liegen mag, also AEW hat ja eine enge Verbindung mit AAA, während Andrade eben mit CMLL in Verbindung ist und an AAA, CMLL sich nicht grün sind, sagen wir es so. Weswegen ja auch zum Beispiel Fénix oder Penta nicht aufgetreten sind jetzt bei dem Forbidden Door Pay-Per-View. Das mit Rouge war auch, ja, man hatte das irgendwie in einem Backstage-Segment gezeigt vor ein paar Wochen. Dann gefühlt gab es ein paar Wochen nichts dazu und jetzt ist es wieder da. Ja, irgendwie, also Andrade ist ein fantastischer Wrestler und ich hätte einige Matches gegen Leute bei New Japan gerne gesehen. Ich hoffe, dass man irgendwie mal eine Story für ihn findet, die kontinuierlich, wöchentlich erzählt wird. Und ich glaube, dann kann man da auch viel aufbauen. Dasselbe, was wir jetzt hier, glaube ich, gar nicht drin haben, kann man über Keith Lee und Swerve Scott sagen. Denn auch das ist irgendwie so. Keith Lee fühlt sich groß an, aber irgendwie auch nicht. Leider. Ja. Genau, und ich hoffe, dass also eine Fehde Andrade und Rouge gegen Rey Fénix und Penta Oscuro wird cool werden von den Matches her, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber es wäre Zeit, dass Andrade kontinuierlich mal im Fernsehen zu sehen ist. Oder vielleicht halt wirklich jemand ist, der profitieren könnte, wenn ROH einen Weekly-Vertrag hätte, wöchentlich im Fernsehen ist und dass man ihn irgendwie dort unterbringt oder sowas. Ja. Aber ja, er braucht mehr TV-Zeit. Definitiv. Ja. Ja, weil immer, wenn er im Ring ist, ist es großartig. So, könnte mir nur halt einfach leider charakterlich nicht egaler sein, was man da macht. Naja. Ja, Serena Deeb und Mercedes Martinez, ihres Zeichens ROH Women's Championess, sind jetzt ein Tag-Team. Sie vertrauen sich nicht so richtig, aber funktionieren halt. Hatten halt ein Match, wo es auch ein paar Miscommunications gab und sie wollten sich erst nicht eintaggen und so weiter. Und am Ende haben sie dann aber gemeinsam ihre jeweiligen Submission-Finisher gezeigt. Ich finde den von Mercedes Martinez immer noch so super, diesen
ja, diesen modifizierten Dragon Sleeper da. Ja, also Serena Deeb ist irgendwie auch so. So, man hatte erst die Fehde mit Hikaru Shida, die viel zu lange gezogen wurde. Dann die 5 Minute Rookie Challenge, die nirgendwo hingeführt hat, außer dass Shida zurückgekommen ist. Dann das Finale gegen Shida und dann war Serena Deeb wieder weg. Also hatte ein Match gegen Thunder Rosa um den Gürtel. Und jetzt ist sie in dem Tag Team mit Mercedes Martinez. Also auch da ist so, da ist nichts Kontinuierliches irgendwie. Ja, mal gucken, was daraus wird und ob daraus was wird. Dasselbe kann man aber zum Beispiel auch bei Britt Baker erzählen und ihrem Jamie Hayter. Ja. Ihr verletzt? Irgendwie, wenn jemand nicht da ist, ist im Moment die Trefferchance, dass jemand verletzt ist, sehr hoch. Aber ja, mit Jamie Hayter die Story auch irgendwie nicht da. Ja. Also ja, alles irgendwie, was Women's Division Stories sind, sind irgendwie da, aber mehr auch nicht gefühlt. Ja. Ja, und dann, weil es dann halt sehr schnell in das All-Atlantic Championship-Ding ging, sonst hätte ich natürlich einen größeren Talking Point draus gemacht. Aber Miro ist zurück und er ist sauer auf Gott. Und Recht. hat jetzt eine Fehde mit Gott, weil er doch eigentlich nur seinen Gürtel zurück will und zurück zu seiner heißen Frau. Genau. Und jetzt will er aber all die Bastarde und Hangmans und so weiter redeemen. Und wenn sie ihm zu Füßen liegen, dann sollen sie doch Gott von ihm sagen, er kommt, um ihn zu holen. Und sein Neck of Sand ist geheilt. Also sein Ja. sandiger Nacken. Sein bröseliger Nacken. Ja. Wie sagt man das auf Deutsch? Ja. Ja. Ich freue mich, dass Miro wieder da ist. Ich könnte mir stundenlang Promos von ihm anhören. Er hat halt auch so eine Aura bekommen bei AEW. Und es ist schön, ihn wieder zu sehen. Ich bin gespannt, wo es jetzt für ihn hingeht. Denn ich habe das Gefühl, er muss entweder einen Titel gewinnen Ja. bald oder es muss eine Story erzählt werden, warum er eben keinen Titel bekommt. Aber er braucht eine Story und die hat er bisher noch nicht und das wird sich aber hoffentlich in den nächsten Wochen ändern dann. Ja. Ja, er hat dann Johnny Elite besiegt in seinem Rückkehrmatch und dann war er auch schon in dieser All-Atlantic-Sache drin. Ja, und ich wollte es. Ich bin da übrigens auch einer bei Johnny Elite, dazu noch ein Wort. Ich bin auch einer, der darauf reingefallen ist. Als Johnny aufgetaucht ist, ich dachte kurz, es ist Johnny Gargano und bin ausgemacht. Und dann war so, ah, Johnny Elite. Es hat mich aber trotzdem für ihn gefreut, dass er trotzdem konstant bejubelt wurde. Also es nicht so war, Das ja. Johnny Gargano, ach nee, sondern es war so, Ja. Johnny Elite, na gut, dann eben Ja. er. Ja. Ja, aber So. sowas für mich auch so. Ich war so, ja, Johnny! Elite! Auch cool! Ja. Ja. Ja, und ich wollte es nur kurz erwähnen, weil ich es so großartig finde und weil es einmal mehr zeigt, was für gute Wrestler beide einfach sind. Orange Cassidy und Ethan Page haben ein komplettes Match darum aufgebaut, dass Ethan Page gesagt hat, Orange Cassidy schafft gegen jemanden wie ihn nie im Leben einen Body Slam. Und daraus haben sie ein komplettes Match aufgebaut, was absolut fantastisch war. Und am Ende gab es natürlich den Body Slam und den Sieg für Orange Cassidy. Und das sind halt auch, also das finde ich halt auch so schön, dass er mittlerweile nach 3 Jahren AEW, wo man nicht mehr sagen kann, so ja, okay, das ist so, das sind die ersten Wochen, da ist alles unterhaltsamer, sondern dass es eben auch nach 3 Wochen für so ein normales Weekly-Match kleine Stories gibt, die es irgendwie unterhaltsamer machen und die einen irgendwie zum Ja. Einschalten und Zugucken bringen. Finde ich cool. Ja. Ja, und damit kommen wir zum Abschluss noch zu Forbidden Door an sich. Tony Khan hat ja nochmal gesagt, es soll ein jährliches Event jetzt werden, ähnlich wie die Survivor Series. Und ich muss halt dazu sagen, also man hat ja gehört, es hat jetzt im Großen und Ganzen war der Monat echt gut. Trotzdem hatte ich im Vorfeld diese große Sorge, dass das so dieses Survivor Series Problem für mich haben wird. Dass so einen Monat lang einfach sämtliche Storylines und alles bei AEW abgeschaltet wird und es nur noch um das New Japan Ding geht. Immerhin stehen hier Gürtel auf dem Spiel und so weiter. Das ist nicht einfach nur, hey, Bragging Rights. Woo. Ja, und ich weiß auch immer noch nicht, also der Event hat mich super überzeugt, das sage ich gleich vorab. Also ich fand Forbidden Door klasse und trotzdem weiß ich nicht, ob ich das jährlich haben möchte. Weil es halt schon so war, für einen Monat hat sich fast alles nur noch darum gedreht.
Und man merkt ja auch, die Zuschauerzahlen sind wieder hochgegangen, nachdem Forbidden Door vorbei war. Der Pay-per-View hat sich schlechter verkauft als die anderen Pay-per-Views. Und ja, es ist halt ein Nischenprodukt. Es fühlt sich wieder ein bisschen an wie Tony Khan tut was fürs Wrestling an sich. Ja, So, wobei auch, es war ja auch das erste Mal, dass jetzt AEW ein Pay-Per-View direkt einen Monat nach einem Pay-Per-View wieder ja. gebucht hat. Also auch das kann für die Zahlen verantwortlich sein, so ein bisschen. Aber ich stimme dir zu. Also man hatte halt das Problem, dass sich das Storytelling bei AEW nicht so rund angefühlt hat, wie man es gewohnt ist. Dass generell wenig Stories erzählt wurden, weil halt interpromotional das Ganze deutlich schwieriger ist. Für mich hat es dann auch irgendwie den großen Schocker vermissen lassen. Also entweder zum Beispiel, dass Tanahashi als New Japan Wrestler den AEW-Titel gewinnt und damit zu New Japan geht oder sowas. Oder halt, also generell auch das Gefühl, dass der Pay-Per-View damit geendet hat, dass die Weekly von AEW Ja. promoted wurde. Es hat sich seltsam angefühlt. Und das liegt nicht nur an den Verletzungen, die sicherlich Die sicherlich eine große Rolle gespielt haben, so. wollte der Herr sicherlich gerade sagen. Ja, das muss man sagen, es gab enorme Verletzungsprobleme im Vorfeld und sie konnten vieles nicht so machen, wie sie wollten. Aber nichtsdestotrotz wollte Felix sicherlich gerade sagen, dass es nicht nur an den Verletzungen lag, dass sich das Ganze nicht so rund angefühlt hat. Genau, sondern eben auch daran, dass das Storytelling halt nicht so gut war, wie man es gewohnt ist. Und für mich funktioniert es oder kann es, glaube ich, als jährliches Spektakel funktionieren, weil es halt genug Dream Matches gibt, die ich gerne sehen würde. Ich hoffe, dass in Zukunft die Politik von diversen Wrestling-Promotions Ja. da ein bisschen in den Hintergrund rückt. Denn ja, ich will auch Andrade zum Beispiel gern sehen oder Rey Fénix. Rey Fénix gegen Will Ospreay will ich sofort sehen zum Beispiel. Ich stimme dir aber zu, dass es sich nicht oder so, es fühlt sich nicht so schlimm an wie Survivor Series, wo es gefühlt um gar nichts mehr geht. Aber es hat halt auch nicht irgendwie den hohen Stellenwert und es wirkt sich definitiv auf das Produkt AEW aus und das nicht unbedingt positiv, was Storytelling angeht. Ja, und es gibt, finde ich, so viele Situationen mit diesem Pay-Per-View, wo ich denke, ja, das müsste man irgendwann mal machen. Also, dass zum Beispiel ein AEW-Gürtel zu New Japan geht, damit sich das realistisch anfühlt. Aber das würde ich halt auch nicht wollen. Also, ich würde nicht wollen, dass der TNT-Gürtel dann bei New Japan ist und einfach nicht mehr im AEW-Fernsehen auftaucht und so weiter. Ja, also. Mal sehen, ich bin gespannt, ob es wirklich so kommt, dass das ein jährliches Event wird. Aber zum Pay-Per-View an sich muss man wirklich sagen, dass ich mit relativ wenig Erwartungen reingegangen bin, weil ja, da wenig Matches waren, wo ich dachte, oh ja, weil ich eben auch in Japan nicht verfolge aktiv. Aber war dann eigentlich schon nach der Pre-Show und dem ersten Match absolut dabei und versöhnt. Hab's ja unfreiwillig live geguckt, weil ich da gerade am Anfang meiner Corona-Infektion war, den ganzen Tag gepennt habe und da war ich mitten in der Nacht einfach wach. Ja, und dann war allein schon in der Pre-Show hatte man schon Swerve in Our Glory gegen Suzuki-Gun, was absolut fantastisch war. Ich habe noch nie so, also selten so kreativ gesehen, wie ein Big Guy ausgeschaltet wurde und das Match trotzdem dynamisch geblieben ist. Und ja, kann mit Swerve auch immer mehr anfangen mittlerweile. Und ja, war ein absolut cooles Match. Der Opener, von dem ich gar nichts erwartet habe, also Jericho, Guevara und Suzuki gegen Kingston, Yuta und Shota Umino, dachte ich so, ja, ist halt ein Match. Wer gewinnt, ist klar, weil es geht halt um den Vorteil bei Blood and Guts. Und diese Matchart macht nur Sinn, wenn die Heels den Vorteil haben. So. Aber auch das war ein super unterhaltsames, chaotisches Match. Der Pop, als Suzuki und Kingston gegeneinander im Ring stand, war riesig.
kann mit Suzuki immer noch nicht so viel anfangen, aber mir reicht es allein schon in seinen Matches, dieser eine Spot, wenn er die ganze Zeit gechoppt wird und dann einmal zurückschlägt und der Gegner einfach nur umkippt. Freue ich mich jedes Mal wieder drüber. Wheeler Yuta, einmal mehr, wahnsinnig over, wahnsinnig dynamisch in dem Match. Jericho kann ich mich nur wiederholen. Vor etwas über einem Jahr in seiner Fehde gegen MJF habe ich gesagt, er sollte so langsam ans Aufhören denken. Und seitdem hat er sich selbst revived wieder. Fand ich absolut toll. Und ja, es wurde dann auch eigentlich nicht mehr schlechter. So. Nee. Zur Pre-Show noch. Ich finde es immer noch so krass und beeindruckend, wie over als hier QT Marshall ist. Ja. Der wirklich aus der Halle geboot wurde wie sonst was. Und es ist unfassbar krass. Also, der macht was richtig. Ja. Also ich verfolge dazu wahrscheinlich zu wenig Dark und Elevation, um zu wissen, warum. Aber ja, auch damals ja schon, wenn er in Fäden bei Dynamite zu sehen war, war er auch schon irgendwie der Heel oder hat sehr große Reaktionen gezogen. Ja. Ohne ja wirklich irgendwie so ein, was weiß ich, MJF-Heat zu haben zum Beispiel. Sondern eher so einen klassischen, billigen Heat. Aber er funktioniert. Also es ist schon beeindruckend. Also er hat da, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle. Ja. Ja, allein schon als Trainer. Er ist ja wohl einer der Head Coaches und ja. Bildet da ja auch, glaube ich, nachweislich gute Leute aus bei AW. Ja, dann hatten wir FTR gegen Roppongi Vice gegen United Empire. Vertreten von Jeff Cobb und Great O'Khan, den ich überhaupt nicht leiden kann. Also immer, wenn ich ihn im Ring sehe, denke ich, du kannst nichts. So, das ist tun. Ich tue ihm sicherlich Unrecht, aber also alles, was ich schon gesehen habe, hat mich nicht überzeugt. Ich muss sagen, sie haben mich, also wenn es ein Work war, haben sie mich aber sowas von geworkt mit der Dex Harwood-Verletzung. Oder Alternative, wahrscheinlich wirklich Schulter ausgekugelt, sie haben gesagt, ey, geh zurück, lass die kurz wieder einrenken und dann komm zurück. Aber weil die das auch so beiläufig gefilmt haben, also nicht draufgehalten und die Kommentatoren sind erstmal nicht drauf eingegangen, weil ich saß da so, oh nein, oh nein, oh nein, nicht auch noch Dex Harwood, nicht, nein, was ist denn mit diesem Pay-Per-View? Und dann hatte ich dir nämlich schon geschrieben, Dex Harwood ist verletzt und es sieht echt aus, oh nein, und hab's dann halt wieder gelöscht, weil er dann zurückkam, ich so, oh Moment, wenn ich jetzt doch was dazu schreibe, spoiler ich dich. Also und der Pop, als er wieder in die Halle kam, war unfassbar. Absolut. Also es ist generell, wie over FTR sind, ist unfassbar krass. Für mich war es schön, Jeff Cobb mal wieder zu sehen, weil der war bei Lucha Underground als Matanza Cueto quasi der Main Event oder das Main Event Monster in der Company. Und es ist so witzig zu sehen, wie, also dort war er wirklich irgendwie gefühlt das große Monster und so groß ist er ja gar nicht, der Mann. Aber er ist halt ein unfassbar cooler Wrestler. Mag ihn sehr, würde ihn auch sehr gerne mehr bei AEW sehen. Und ja, mit Roppongi Vice hat man schon angesprochen, dass es die jetzt für mich nicht unbedingt in dem Match gebraucht hätte. Aber natürlich mit der Verletzung, die Dex Harwood hatte, war es unfassbar hilfreich, weil sonst wäre das Match einfach völlig in sich zusammengefallen. Ja. Und dafür einen riesen Respekt an die fünf anderen, die draußen waren, die ja, mit dieser schwierigen Situation trotzdem das Match am Laufen gehalten haben und es auch flüssig geworkt haben. Also es wirkte jetzt sehr gut improvisiert, das Ganze. Und es hat nicht den Matchflow völlig zerstört. Ja. Von daher, ja, war sicherlich, oder wäre sicherlich ein besseres, ein cooleres Match gewesen, wenn keine Verletzung da gewesen wäre. So hatten wir zumindest den großen Comeback-Pop. Und für mich der verdiente Gewinner mit FTA, die gar nicht genug Gürtel für mich haben können. Ja. Ja, dann hatten wir das All-Atlantic Championship Match. Das haben wir eigentlich schon besprochen vorhin, als wir die Feder hatten. Dann gab es noch Dudes with Attitudes, was ein unfassbar dummer Name ist. Nämlich Sting, Darby Allin und Shingo Takagi gegen die Young Bucks und El Fantasmo. Also, ich sag mal so. Allein die Entrances waren ja schon, also es ist dumm, wie Sting erst in den Rängen oben war und dann plötzlich da stand, aber einfach zu sehen, wie dieser 63-jährige Mann von diesem Entrance-Tunnel runterspringt, war so, oh Gott, was ist mit ihm? Aber dieses Match war für mich unterhaltsamer, als es jedes Recht hatte zu sein, weil alleine
Dieser Spot, ich habe so gelacht, wie El Phantasmo erst fünfmal im Ring nach vorne rollt und wieder zurückrollt, um dann ein Backbreak zu machen, gefolgt von Matt Jackson, der da stand und tanzt und vor und zurück und ein Backflip und hin, um auch ein Backbreak zu machen. Die sind halt so fantastische Dusche-Heels. Es ist großartig. Und auch da diese Momente mit Sting, wo die ba Young Bucks und ihn beide superkicken, er sich auf die Brust trommelt und sie dann einfach beide umhaut, so, war einer der lautesten Pops des gesamten Abends. Also, es war ein reines Entertainment-Match, aber es hat halt fantastisch funktioniert in dem Moment. Und das für mich, also dass die Young Bucks fantastisch sind, so das steht außer Frage. Und das Match war unfassbar cool, also wie sie es gewirkt haben, El Phantasmo und die Bucks. Ich will aber trotzdem nochmal sagen, wie unfassbar krass ich es finde, was Sting dort abreißt. Denn man darf ja nicht vergessen, dass er vor ein paar Jahren bei WWE nach dem Match mit Seth Rollins, er hat seine Karriere beendet. Er hat gesagt, Ja. das war's, ich kann nicht mehr wrestlen. Und jetzt kommt dieser 63-jährige Mann und springt da von der Stage runter, regelmäßig. Also es ist ja nicht Ja. das erste Mal, sondern ich habe das Gefühl, das ist sein Signature-Move mittlerweile. Und das Krasse finde ich halt auch, dass, ich meine, wir sind beide in einem Alter, wo wir wahrscheinlich die Sting-Hauptphase bei WCW verpasst haben. So klar kennt man den Namen. Bei TNA habe ich ihn nie so wirklich verfolgt. Das Einzige, was ich glaube, ich bei Sting, bei TNA kenne, ist Victory Road 2011 gegen Jeff Zwölf, Hardy. glaube ich. 12, was man nicht braucht. Und ja, bei WWE, ja klar, ist es cool, ihn jetzt da zu sehen, aber das Match gegen Triple H bei WrestleMania, ja, gut. Das Match gegen Seth Rollins, meh. Das Debüt war cool, das lasse ich ihn, das war unbestritten richtig geil. Aber ja, dank AEW und dank diesem Tag Team mit Darby Allin nochmal zu sehen, was für ein guter Wrestler und Entertainer vor allen Dingen Sting ist. Und ja, ich erinnere mich daran, dass wir bei dem Debüt damals bei Sting gesagt haben, braucht es ihn jetzt da unbedingt? So, ja, sieht schon ganz cool aus neben Darby, aber braucht man den da? Und ich würde ungern auf das verzichten wollen, was er uns gegeben hat Ja. in dieser Zeit. Also Sting hat für mich nochmal seinen Legendenstatus deutlich untermauert und unter Beweis Ja. gestellt. Ja, die Oder du? Anfangsphase war schwierig so. Also die ersten Wochen und Monate waren sehr merkwürdig mit Sting. Und gefühlt nur dafür da, dass Tony Schiavone "It's Sting!" rufen kann. Und ja, aber jetzt möchte ich ihn auch nicht mehr missen und war auch auf der Card perfekt platziert so. War jetzt nichts, wo das Publikum super investiert war, aber trotzdem die Aufmerksamkeit gehalten wurde. Und ja, also auch El Phantasmo mit den Bucks gemeinsam gerne ab und zu nochmal. Fand ich sehr unterhaltsam. Ja, dann kam Thunder Rosa gegen Toni Storm, das einzige Women's Match auf der Card. War sehr solide. Also hat mir gefallen. Ich fand, dass Thunder Rosa jetzt mit dem Reckoning gewonnen hat, fand ich ein bisschen komisch, hätte bei mir bei dem Serena Deep Match mehr gepasst, weil da Dustin Rhodes involviert war in die Story. Aber okay, passt Aber sie schon. hat ja auch, ja genau, also sie hat ja auch drüber geredet bei dem Media Call, dass sie eben mit Dustin sehr oft trainiert hat, dass er quasi wie so Ja. eine Vaterfigur bei AEW ist und dass er ihn jetzt gefragt hat, ob sie den Move nehmen darf. Ja. Genau. Also von daher, so, also das ist für mich halt auch irgendwie so ein, ja, klar, match-technisch das eine. Aber dann bietet halt auch irgendwie so diese Interviews danach für mich auch irgendwie so das Verständnis für die privaten Personen dahinter Ja. und deswegen passt es für Ja, mich und auch auch. im Kontext des Matches fand ich, war ja Toni Storm ist ja aus dem Fire Thunder Driver rausgekommen und dann so, ja, so aus Performer-Sicht, okay, ich muss jetzt irgendwas Unerwartetes auspacken, Genau. damit Toni Storm liegen bleibt. Ja. Ja, dann kam Will Ospreay gegen Orange Cassidy, was ja ein sensationelles Match war. Also für mich, wenn nicht 5 Sterne, dann nah dran für mich, also weil ich einfach nichts habe, was ich kritisieren kann an diesem Match. Ja, wie sich das immer weiter hochgeschaukelt hat, so. Und auch diese schöne Dynamik, dass Orange Cassidy jetzt halt das ist, was Will Ospreay früher war. So dieser Typ, dem auch gesagt wurde, er killt das Business,
Ist irgendwie nimmt es nicht ernst, ist ein Spot-Monkey und so weiter. Und jetzt will Ospreay, der arrogante Heel, der sich für was Besseres hält als Orange Cassidy, der ihn nicht ernst nimmt und genau das mit ihm macht, was Will Ospreay mit seinen Gegnern gemacht hat früher. Sehr, sehr cool. Und ja, also, und auch diese ganze Endphase. Also, ich habe halt wirklich zwei, dreimal gedacht, okay, das war's. So. Ja, also, und spätestens als Orange Cassidy das Hidden Blade abbekommen hat und da auch nochmal rausgekommen ist. Ja, und hier hat es aber irgendwie gepasst, so dieses Orange Cassidy, der so mir ist alles egal wirkt, aber letztendlich, wenn es drauf ankommt, ja trotzdem gewinnen möchte und sich nicht unterkriegen lässt und zäh ist. Naja, aber dann auch folglich, dass Will Ospreay dann einfach den Stormbreaker noch gezeigt hat und Ende. Aber da waren so geile Konter dabei, so dieses, der Oscutter von Will Ospreay, den Orange Cassidy abgefangen hat und direkt irgendwie in seinen Stunner da umgewandelt hat und so weiter. Also unfassbar. Es war ein Fest, dieses Match. Und das Schöne finde ich halt auch, dass Orange Cassidy ein Face ist, der problemlos auch verlieren kann. Ja. Und der dann nicht sein Standing verliert, sondern der gefühlt einfach auch in jedem Pay-Per-View-Match verlieren könnte für mich und trotzdem irgendwie over wäre Ja. und glaubhaft. Ja. Und ich finde halt, was Orange Cassidy richtig macht, ist das, was ja zum Beispiel so einem Sammy Guevara und so schon regelmäßig von Veteranen gesagt wurde, hau nicht immer alles raus, so bei den Weeklies und so. Der macht bei den Weeklies seine guten Matches und beim Pay-Per-View zeigt er dann, was er kann. So, also als er da auf die Seile mit Händen in den Taschen aufs mittlere Seil gesprungen ist und von dort irgendwie so eine Senton nach draußen auf Aussie Open gezeigt hat, war ich so, was zur Hölle? Ja. So, ja, der ist schon smart, der Typ. So. Ja, dann kam Zack Sabre Jr. gegen den Mystery Opponent. Erstmal kam ja noch nach dem Ach ja. Ospreay-Cassidy-Match nochmal so ein kleiner Bonus, der für mich leider nicht funktioniert hat. Also ich hatte dir in dem Augenblick auch geschrieben als WhatsApp-Nachricht, Holy fuck, Shibata ist wahrscheinlich das, was ich sagen würde, wenn ich wüsste, wer das ist. Denn ich kannte ihn nicht, aber die Fans in der Halle sind ausgerastet wie sonst was. Wir haben danach, oder ich habe danach auch nachgeschaut, um wen es sich da handelt und verstehe absolut die Reaktion. Man hat ja auch bei anderen irgendwie Livestreamern gesehen, wie die ausgemarkt sind. Ja. Aber auch ohne ihn zu kennen, fand ich, hat eine coole Aura der Typ. Und dieses Bild mit Orange Cassidy zusammen ist halt jetzt schon cool. Also Ja. ist, ja. Ist ein sehr cooles Bild gewesen. Schöne Möglichkeit, ihn nochmal rauszubringen, ohne ihn viel machen zu lassen, trotzdem ihn in der Show zu haben, für diesen Ja. Holy Fuck-Moment zu sorgen. Perfekt Ja. eingesetzt. Und er kann ja wohl zumindest vereinzelte Matches wresteln. Also bei Wrestle Kingdom hat er zum Beispiel auch ein Match gehabt, Shibata. Aber ist halt im Wesentlichen in Rente. Aber trotzdem erhoffen sich jetzt halt viele Fans, dass das ein Tease für Will Ospreay gegen Shibata war. Mir ging es aber ganz genauso. Ich musste nachlesen, wer das ist. Und dann habe ich auch verstanden, wo die Reaktion herkam. Aber allein dadurch, dass es jetzt, obwohl es da steht, übergangen hätte, merkt man vielleicht, wie wenig es für mich gemacht hat. Ja, leider, ja. Ja, sehr viel mehr hat dann der Mystery Opponent von Zack Sabre Jr. ausgelöst. Nämlich Claudio Castagnoli. Kam raus zu einem, ja, Pop, wie ihn, glaube ich, ja, so Bryan Danielson und Adam Cole bei ihrem Debüt bekommen haben, so auf diesem Level. Und ich bin da, also viele Leute haben ja gesagt, sie fanden es doof, dass das Publikum so lange gefilmt wurde und man nicht gesehen hat, wer es ist. Ich fand das in dem Fall ausnahmsweise mal cool. Wie man sieht, wie das ganze Publikum ausrastet, so für 5 Sekunden und dann erst der Schwenk zur Entrance Ramp kommt. Ja, hat mich für ihn wahnsinnig gefreut. Ich finde, man hat ihm auch angesehen, dass es ihm schwer fiel, seine Emotionen bei sich zu behalten in dem Moment. Und dann noch der Bonus, dass es für mich, glaube ich, der dankbarste Gegner für Zack Sabre Jr. war, den man mir nur geben konnte, weil ich bewundere Zack Sabre Jr. für all sein technisches Können und wie er aus jeder noch so abgefahrenen Haltung einen Submission-Move machen kann. Es macht nur mir persönlich keine Freude. Also ich glaube zum Beispiel, das Match gegen Bryan Danielson hätte ich schwächer gefunden als das gegen Claudio jetzt, weil dann wäre es halt dieses reine Technical Wrestling Jerk-Off-Match geworden, wo ich dachte so, ja, beeindruckend, aber es macht mir keinen Spaß. So, und Claudio Castagnoli kam da rein, hat ihn erstmal einen Uppercut verpasst, seinen Finisher und hätte fast direkt gewonnen. Und dann war halt das ganze Match im Prinzip, Claudio ist stärker,
und wirft und schmeißt und uppercuttet ihn durch den Ring. Und Zack Sabre Jr. kommt aus jeder noch so schrecklichen Lage mit einem Submission-Move wieder raus. Und das hat mir viel Freude gemacht. Das war ein Match, was mich sehr begeistert hat. Ja, absolut. Ich kam aus dem Grinsen nicht mehr raus. Also ich habe mir nach dem Entrance von Claudio, ich bin zurückgegangen im Video, habe mir den Entrance nochmal angeschaut und dann nochmal angeschaut, weil ich mich so gefreut habe für ihn. Das ist wirklich so ein Wrestler, der wirkt halt so sympathisch und er wirkt halt so, also er liebt Wrestling, Punkt. So, und ist halt jemand, den man so viel mehr gewünscht hätte, zumindest ich bei WWE, und einfach zu sehen, wie er über beide Ohren grinst, weil tausende von Fans ihn wirklich zujubeln, war so schön zu sehen und ihn so glücklich zu sehen, hat mich sehr froh gemacht. Und das Match gegen Zack Sabre Jr. war halt auch fantastisch. Also, so wie du gesagt hast, es hatte dann den Bonus, dass die Fans eben nochmal mehr drin waren, weil es eben das Debüt von Claudio war. Man hat mit dem Swing von Castagnoli halt einen Move, der die Fans immer irgendwie pusht und zieht. Und deswegen hat es dem Match auch nochmal eine andere Dynamik gegeben, als wahrscheinlich die Submission-Schlacht mit Bryan Danielson dann gewesen wäre. Ja. Und daher für mich auch ein sehr cooles Match gewesen. Und der Moment, wie der Swing gekontert wurde beim ersten Mal, war halt auch einfach großartig. Ja, absolut. Ja. Ja, und ich habe letztens, weil mir auffiel, ich folge Claudio Castagnoli gar nicht auf Twitter, dann habe ich das geändert. Da ist mir aufgefallen, der hat einfach 1,8 Millionen Follower. So, also das ist ja WWE sehr wichtig und das war so von den Social Media Nummern her einer ihrer größten Stars, den sie da vergrault haben. Ja. Ja, naja, gut für ihn. Dann kam das IWGP Match, wo wir schon drüber gesprochen haben. Und John Moxley gegen Hiroshi Tanahashi, wo auch ich mich noch anschließen kann, habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ich war halt sehr krank und bin auch wegen des Pay-Per-Views mehrmals eingeschlafen. Einmal davon war bei John Moxley gegen Tanahashi. Dann habe ich am nächsten Tag versucht, das nochmal nachzuholen, bin wieder eingeschlafen. Dann habe ich entschieden, dass ich es aufgebe. Ja. Und dass mir das Match einfach nicht wichtig genug ist, um noch einen nächsten Anlauf zu nehmen. Ja. Insgesamt muss ich aber sagen, fantastischer Pay-Per-View und ein absolutes Top für mich. Ja, absolut. Ja. Mit dem für mich merkwürdigen Ende, dass es dann irgendwie in eine Werbung für Rampage übergegangen ist, aber naja, gut. Das stimmt. Eine Sache, die ich noch schnell kritisieren möchte, wollte ich am Anfang machen, habe ich aber vergessen. Die Produktion von AEW fuckt mich mittlerweile so ab, also dass die im dritten Jahr, es immer noch nicht hinbekommen, dass die Mikrofone sich nicht doppeln, dass es nicht halt permanent, dass man die Crowd teilweise kaum hört, obwohl sie übelst abgehen, dass random irgendwelche Sachen eingespielt werden, die nicht ins Match gehören und so weiter. Also, was diesen einen Punkt angeht, ist die WWE so Meilen um Meilen um Meilen voraus und es wirkt teilweise wirklich wie so ein Amateurprodukt und langsam nervt mich das. Das wollte ich nur noch mal loswerden. Ja, also Amateurprodukt würde ich jetzt wahrscheinlich eher bei Impact in Verbindung setzen, wobei auch Impact halt weit über Amateur ist. Aber ja, Produktionswert von WWE ist und wird immer ungeschlagen bleiben. Allein die ganzen Promo-Video-Segmente, die Künstler da zusammenschustern. Ja. Also das Monster-Video von Bryan Danielson zum Beispiel. Die wissen schon, was sie tun und das ist schon unfassbar krass und ja, da hat AEW definitiv Potenzial. Bei allem um die Matches herum, weil dann kriegt Kevin Dunn die Kontrolle und dann haben wir 12 Kameracuts auf 12 Sekunden und dann ist es sehr unguckbar, aber naja. Ja. So, aber zu AEW an sich, wir hatten diesen Monat nur ein Flop, das ist schon mal gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Solalas. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tops. Ja. Das ist doch gut. Warum bin ich wieder da, läuft's wieder besser. Ja, also ich muss halt auch sagen, ich habe tatsächlich vor dem Monat erwartet, dass ich ihn wahrscheinlich als noch schwächer sehen werde als den vorherigen und wurde dann letztendlich, obwohl hier und da der Aufbau zu vermissen war,
sehr positiv überrascht von allem. Definitiv. Also gerade auch mit den ganzen Umständen, die da dazwischen kamen, mit den ganzen Verletzungen, haben sie, glaube ich, das Beste noch mit draus gemacht. Und ich bin froh, dass man jetzt wieder auf das Storytelling AEW konzentrieren kann. Denn allein schon in der einen Woche hatte ich das Gefühl, es fühlt sich wieder deutlich runder an mit den Geschichten, die sie erzählen. Ja, so, das war jetzt eine ziemliche XXL-Ausgabe, dadurch, dass wir Forbidden Door da auch noch mit reingenommen haben. Ja, beim nächsten Mal wird es, denke ich mal, wieder ein bisschen kürzer, aber hoffentlich auch wieder im Doppelpack versuchen wir zu schaffen. Und ja, sagt uns, wie gesagt, gern eure Meinung und ansonsten sehen wir uns dann vielleicht zum Ring of Honor Pay-Per-View Review. Weiß ich aber noch nicht, ob ich da Bock drauf habe, muss ich mal gucken. Und ansonsten zum nächsten Monatsrückblick. Genau, dann danke. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und dann hoffentlich bis in einem Monat. Bis dann. Tschüss. Tschüss.